Genau, und der Fünfer ist besser als deine Vier. Ah. Wieso soll ich denn meine gedacht. Zombies und Skelette in den Kampf schicken, wenn selbst meine Türen euch schon besiegen? Ja, lach du nur. Hallo Freunde analoger Unterhaltung, willkommen zu einem weiteren Let's Play Spezial, kann man sagen, mit Dungeon Saga. Ich sag gleich dazu, Kron lässt sich leider entschuldigen, der hat sich frühzeitig in Osterurlaub verabschiedet. Ja, wünschen ihm alles viel Spaß beim Osterurlaub. Wir werden jetzt nochmal ein schönes Spielchen wagen hier, und zwar mit Dungeon Saga. Das Spiel werde ich auch vorstellen demnächst. Und ihr werdet auch sehen, ja, wir haben ein komplett bemaltes Exemplar und ich muss gleich das Lob abgeben. Das war ich nicht selber, sondern der Markus war es. Vielen Dank, Markus. Ja, hat für uns komplett bemalt. Mhm. Und deswegen spielen wir es jetzt auch hier. Und wir beide sind die Helden, ja, die gegen den ultra den bösen Overlord, Barbaren Waldläufer. Ich bin Nekromant. Mehr wisst ihr noch nicht über mich. Aber wer weiß, vielleicht werden euch ja die Reisen in die tiefen Verliese irgendwann näher an dieses Geheimnis bringen. Schon deshalb werden wir gewinnen, weil ich bin Orlaf und Madriga. Und du spielst? Das heißt, du bist ein Barbar, ja. Ein Mensch, ein Barbar und ein Waldläufer, ein Elf. Ja, ist klar, du bist halt Haut drauf. Und ich habe ja auch schon extra, ich habe einmal eine Spinnenseidenausrüstung. Und ein Kampfrausch für den Barbaren, der kann dann wild um sich schlagen. Wir sind schon so ein bisschen ausgerüstet, machen. Weil wir werden jetzt nicht mit dem Einstiegsszenario anfangen, sondern schon mit Abenteuer 2. Wie heißt es nochmal? In die Tiefe. In die Tiefe. Genau, deswegen haben wir schon so ein bisschen was bekommen. Du hast eben schon deinen Kampfrausch bekommen. Ich bin Rodrin, der Zwerg. Bin ziemlich guter gerüstet, so eine Art Tank. Und hab schon zwei Kampftränke irgendwie bekommen, mit denen ich mal ein bisschen mehr kämpfen kann. Und ich bin der Zauberer, Danor, und habe hier ordentlich 5 Zauber. Ich bin quasi der hier. Genau. Ich hoffe, man kann das nachher gut erkennen. Madriga ist er hier und du bist die beiden. Man muss ja sagen, so schön es ist mit dem Bemalen, es wird meistens ein bisschen schwieriger, die zu unterscheiden, so aus der Ferne. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich werde auf jeden Fall auch mal ein paar Details machen, dass ihr das auch sehen könnt. Okay, und was müssen wir jetzt hier tun? Ja, ihr seid schon tief in meine Verliese eingedrungen und habt da unter anderem die Spinnenseidenrüstung für euch erbeuten können. Aber ihr müsst noch weiter in die Tiefe des Dungeons hinein. Ihr seid jetzt gerade schon in die zweite Ebene vorgedrungen. Ihr wisst auch, irgendwo führt hier eine Tür noch weiter. Aber welche Tür das ist? Das ist wahrscheinlich die da, würde ich sagen. Ja, die Effekt geschützt ist. Mit ich verrate euch so viel. Dicke. Was passiert immer mit den Kleinen? Dann machen wir neue Verliese auf. Ja? Diese Türen führen euch noch nicht direkt zum Sieg. Aber es gibt eine Tür, sobald ihr sie geöffnet habt, habt ihr gewonnen. Ihr habt aber nur begrenzt Zeit, denn ich ziehe jede Runde eine Karte weiter von diesem Stapel. Wenn der Stapel alles, dann ist was auch immer Unheimliches in diesen Verliesen passiert, schon geschehen. Okay. Also wir rennen hier durch, marschieren da durch und sind genau, also wir können uns jetzt aussuchen, wir fangen natürlich an, wir können uns auch aussuchen hier, wer anfängt und wer was zuerst macht. Klar ist, die Nahkämpfer, die müssen voranschreiten. Das ist ein ganz interessantes System. Wir haben alle irgendwie 5 Leben, aber es gibt noch so eine Art Verletztheit. Also zum Beispiel mein Zwerg, der kann 4 Schaden nehmen, bis er verletzt ist. Dann darf er mit einem Würfel weniger würfeln. Während mein Zauberer, schon nach einem Schlag, ist er schon verletzt. Also der sollte möglichst weit, weit hinten stehen. Und wir müssen möglichst vorne. Ich würde ja sagen, Zauber. Gefährlich ist übrigens auch dieses völlig unscheinbare kleine Plättchen, wollte ich nochmal sagen. Haben wir jetzt gelernt. Mhm. Da kann nämlich der Bösewicht jederzeit hier so ein komisches Skelett draus spawnen lassen. Ja, das ist so ein Knochenhaufen. Noch das liegen heißt, meine Diener harmlos am Boden. Ich werde nicht mich hier so im Rücken dahinstellen und dann wieder mich im nächsten Moment. Genau, ist auch ein interessanter Mechanismus. Und wenn man hinter dem Rücken, mit dem Rücken an einem Gegner steht, dann wird es gefährlicher. Man muss sich immer drehen und in die Richtung gucken. Also ich würde ja vorschlagen, dass ich zuerst anfange. Auf jeden Fall. Dass ich quasi einfach hier stehe mit meinem Zauberer, hier einfach mal von der Entfernung, hier einfach mal ein reicht bisschen. Reicht das denn von der Entfernung schon? Ich denke schon. Also ich bin der Meinung, raushauen, die Zauber. Das ist auch aber so, du musst einen Entfernungsabstand messen, oder? Ja, ja, aber ich habe, ich würde tatsächlich, der ist kurz tatsächlich, aber ich glaube, das reicht noch, oder? Ja. Hat hier so einen lustigen Entfernungsmesser, ja, so richtig Tabletopic, aber nur 2 Stück, also ist harmlos. Und ich könnte jetzt meine große Feuermagie verbrennen nehmen, mit kurzer Reichweite gegen diesen Zombie. Und das würde ich, glaube ich, machen. Dann bleibe ich nämlich schön hier hinten stehen, ihr könnt dann vorrennen. Und Olaf wird hier marschieren. Ja, los. Oder beziehungsweise vielleicht mache ich einen Schritt nach vorne oder so einen halben. Aber dann könnte er nachher sich hinter dich stellen. Ja, aber so. Ich mache so. Er wird ja nicht hier so rumrennen. Das kann er nämlich nicht, weil sonst gibt es
glaube ich, Passierschläge. Ja. Ja, man darf nicht einfach so an einem vorbeischleichen. Ah, okay. Also ich gehe einen Schritt nach vorne, weil muss ich immer zuerst bewegen und kann dann was machen. Und dann werde ich meine große Feuermagie wirken, verbrennen. Ziel erleidet magischen Angriff von 4 Würfeln. Und ja, das mit den Würfeln ist relativ einfach. Der Gegner hat einen Verteidigungswert von nur 1. Das heißt, alles geht durch. Alles geht durch, aber ich darf mit 2 Würfeln dagegen werfen. Leider reichen die nicht. Also die 2 geht gegen die 6, die 2 geht gegen die 5 und damit gehen alle 4 durch. Und das reicht aus, um den Zombie in sein Grab zurückzuschicken. Ja, also es ist ganz lustig. Mit auch kein Skeletthaufen, oder? Ja, mit keinem Skeletthaufen. Die Monster haben teilweise so Spezialfähigkeiten, je nachdem, wie viel Treffer sie kriegen. Manche verpuffen völlig wirkungslos, wenn man nur einen Treffer gegen Skelett macht zum Beispiel. Aber das hat jetzt geklappt. Sehr und gut. Jetzt habe ich das Verbrennen benutzt. Der wird auf 180 Grad gedreht, weil es ein großer Zauber. Der wird quasi pro Runde nur halb aufgeladen. Da brauche ich 2 Runden, bis ich den wieder wirken kann. Sehr gut. Bin durch. Soll ich jetzt ihn mal platt machen oder soll ich direkt mal versuchen, durch eine Tür zu kommen? Ich würde sagen, du nimmst jetzt mal deinen komischen Elfen und machst ihn platt. Und dann falls du es nicht schaffst, nicht dann oder? Rennen wir da hinterher. Sehr gut. Guck mal, das reicht nämlich auch hier. Aber das geht nicht, glaube ich. Guck mal, hier ist Wand. Ach, da ist Wand. Okay, stehe. Du musst mindestens das mal heißt, ein Feld nach vorne gehen. Dann du kannst ja auch dahin. Diagonal gehen. Ein Feld. Und jetzt reicht's. Aber hier kann ich durch die Wand durch? Ja. Genau, das reicht. Das würde gehen, würde ich sagen, ja. Das sind wir nicht so. Da siehst du, guck mal, der Arm, der geht so. Okay, dann mache ich einen langen Fernkampf. Das sind 4 Würfel für Angriff. Ja. Einen langen Fernkampf? Achso, ja, mit langer Reichweite. Ja, du hast eine lange Reichweite mit deinem Bogen, ja. Genau. Ich habe heute kein Würfelglück, Die Einser werden aussortiert. In die Rüstung, genau. Aber ich darf dann noch dagegen würfeln. Eine 2. Das 5 und die 1. Das heißt, der eine trifft nicht. Und der andere trifft. Aber einer. Bei einem Treffer passiert aber einfach nichts. Das schluckt er einfach. Schade, tja. Das heißt, er war quasi schon dran. Genau. Ja. Jetzt lass mich erstmal vorstürmen mit meinem Tank und dann, falls ich es nicht schaffe, kannst du immer noch kommen. Ja. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 6 Bewegungen. Und ich sage mal, ich bleibe jetzt hier stehen. Das reicht. Ja. Und dann greife ich ihn einfach an mit 4 Würfeln. Ja, guck mal. Na gut, die 1 geht weg, aber 3 gehen durch. Schauen wir mal, ob die durchgehen. 6 und 2 Vieren. Okay, die 6 gehen sehr da ab. Die 6, die beiden anderen gehen durch. Treffer. Das sind 2 Treffer. Aber auf einen Zombie haben 2 Treffer auch überhaupt keinen Effekt. Kein Effekt? Kein Effekt. Okay, Barbar, du musst übernehmen. Yeah, jetzt kommt ja der 5 Angriffe, glaube ich, hier. Ja, das 7 Bewegungen. Die Zombies, die können 1, nicht 2, viel, aber 3, du musst dann einfach 3 5, Schaden 6, aufnehmen. 7, muss ich mich tatsächlich vorstellen. Ja, du könntest doch richtig auf 5. Kann aber auch 5 so hinstellen, oder? Das ist richtig. Kannst auch so hinstellen, ja. 5 Würfel, 1, 2, 3, also die 4, Orientierung, 5. Die ist quasi frei, die kostet keine Bewegungspunkte, aber die muss man halt beachten. Weil man sollte möglichst halt nicht im Rücken zum Gegner stehen. Dann hat er einen Würfel extra, das wäre nicht so kann klug. Man selber nicht angreifen, glaube ich, oder? Nee, kann man nicht. Nee, kann man genau, nicht. Aber er kann hinter euch angreifen, aber das kann er nur einmal im ganzen Spiel machen. Jetzt okay. Haben wir hier jedenfalls. Du sollst mal besser würfeln. Ich habe echt. Das könnte reichen, die 5 ist ja schon mal nicht so schlecht. Du musst 3 Schaden machen. Oh Gott. Das sieht gut aus, denn die 5 geht durch, die 4 zwar nicht, aber die beiden 3, das sind also 3 Treffer. Sehr gut, ja. Da ist auch dieser Zombie. Ah, sehr gut. Sehr gut. Wir haben fast schon den Dungeon befreit. Ein Skelett gammelt da noch vor sich hin. Ja, jetzt kann er den natürlich nicht erwecken wahrscheinlich. Aber ja, genau. Wir sind jetzt durch, ja, wir können jetzt nicht mehr machen. Das heißt, wir können uns auch wieder aktivieren. Das ist ja nur so zur Erinnerung, falls wir mal durcheinander kommen, wer jetzt irgendwie dran war oder so. Die Runde erst nach der Runde. Ne? Die Runde ist jetzt, du kommst jetzt noch dran und dann ist erst die Runde vorbei und dann wird es erst. Mhm. Weil du zählst ja noch zur Runde. Das ist richtig. Ja. Ich darf jede Runde eine Karte spielen und zwar spiele ich diese hier für einen zusätzlichen Befehl und nutze jetzt meine 3 Befehle, die ich habe, 2, die ich immer habe in diesem Szenario und diesen dritten, um erst einmal da ein Skelett zu beschwören. Naja, das war klar. Gegen einen schönen Zauberer. Und ja, also wenn ihr schon den Zauberer direkt neben den einzigen Gegner stellt. Das ist eine ziemliche Scheiße. Ja, aber ja, hätte ich auch einfach abschirmen können. Ja, ja. Das stimmt. Dann greift natürlich das Skelett den Zauberer auch an. Ja. Ach komm jetzt. Ja. Wohl, vielleicht ist es dann auch. Okay. Eine 4 und eine 2, das ist ein Rüstungswert von 1. Das heißt, beide gehen theoretisch durch. Ja klar, ich habe natürlich keine Rüstung an.
Stolzer Tauber. Ah, guck dir abgewehrt. Das an. Abgewehrt. Sehr gut. Aber ich habe ja. Aber diese zwei Würfel ist doch eine Rüstung von eins? Nee, aber ich habe zwei Kampfwürfel. Ach ja, okay. Ich dachte beim Verteidigen. Du kannst jetzt nochmal angreifen. Oder? Genau, ich habe ja noch einen zusätzlichen Befehl. Aber ich glaube, jede Figur darf nur eine Aktion ausführen. Das wäre ja noch schöner. Dann war's das. Da kannst du deine zusätzliche Befehlskarte auch nochmal behalten. Also, du hast ja eigentlich. Ja, aber da ich ja sowieso diesen Stapel nach und nach leeren will, habe ich gar nichts dagegen. Das sind die gleichen quasi, ja? Ja, das okay. ist mein Nachziehstapel. Also, du ziehst immer eine Karte. Ne? Ah, okay, verstehe. So, das heißt also, jetzt ist die Runde vorbei. Das heißt, ich kriege hier so 90 Grad. Und jetzt sind wir wieder dran. Helden aktiviert und sind wieder dran. Okay, gut. Fängst du wieder an? Ja, ich fange an. Du bewegst dich da mal, oder soll ich mich da mal hinbewegen und auf ihn draufhauen? Ja, das Problem ist, ich kann mich ja nicht weg, ich kann ihn zwar angreifen, aber wenn ich ihn nicht töte, kann ich mich nicht wegbewegen, sonst haut er mich. Ja. Aber dann wäre es doch klug, wenn ich mit Olaf dahin marschiere. Ich würde dir vorschlagen, du machst erstmal ihn mit Fernkampf, vielleicht reicht das schon, dann können die Jungs hier gleich weitermachen. Ja, sehr gut. Das ist super. Machen und wir. Wenn nicht, dann kannst du immer noch zurücklaufen. Ja. Da habe ich halt vier Würfel. Ja, schaffen wir. Ja. Würde ich sagen. Madriga auf den Kampf. Immerhin zwei Treffer, denn das Skelett hat eine Rüstung von zwei, dann sind die beiden raus. Ja, du brauchst nur zwei Treffer gegen Skelett, du brauchst nicht drei. Nein. Oder auch keinen. Da muss ich nicht mal nachgucken, was da passiert, wenn ihr nicht trefft. Ich würde jetzt ja, willst du mit Rot reden, du stehst näher dran. Da nochmal hinlaufen. Ist die Frage, ja, ist eigentlich egal. Du hast viel, aber ja, ist auch egal. Ja, genau. Also gut. Dann renne ich jetzt hier hin. Ich renne einfach nur hier. Echt das? Eins? Ja, genau. Kannst du diagonal. Ja, dann das ist eigentlich jetzt endlich egal. Es ist schön, dass man dir auch diagonal gehen kann. Ja, genau. Nee, warte mal, ich gehe so. Ja. Dann du könntest du auch hingehen, wenn es Not tut. Ja. Ich finde es gut, dass du schon so denkst. Das sagt sehr viel über den folgenden Wurf aus. Quatsch. Oh. Ja. Tja. Da hast du dich selbst, glaube ich, den Zauber hast du noch nicht. Genau. Den Zauber habe ich noch nicht. Aber jetzt komm du mit deinem Orlauf mal hin. Eins, und dann. Zwei, drei. Ich kann also, hier so diagonal geht angreifen, wa? Ich weiß nicht, ob das so ein gute Zeichen ist, dass wir mit vier Helden es nicht schaffen, ein einziges Skelett. Aber ist jetzt nicht so, dass er sogar einen zusätzlichen Würfel kriegt, weil hier mehr Leute stehen? Ja. Also eingekreist ist? Ein Bonuswürfel. Ja, das ist so, weil nämlich wir hier nebeneinander stehen. Ach so. Stehen zwei Leute vor ihm. Also stehen ich dachte er steht immer, ich würde zwei. Nur, wenn ich genau. ihn von hinten angreife, dachte ich, kriege ich einen Bonuswürfel. Ja, es ist so. Nee, wenn du von hinten angreifst, ja. Also wenn er den Rücken zudreht, kriegst du einen Bonuswürfel. Oder wenn er vor zwei mehr können auch gerade schon mal. Ja, okay, verstehe. Gerade nochmal sie, aber nachgucken. 6, 2, 4, 6. Ob er einen Bonuswürfel kriegt oder andersrum ich einen Abzug. Das sieht doch sehr gut aus hier. Nur einer, der nicht zur Geltung kommt. Aber ich glaube, bei dem Wurf ist es egal. Es ist ziemlich egal. Sehr gut. Eine ganze Runde gebraucht, um das eine Vieh zu töten. Naja, aber ich habe mir der Zauberer ist ja noch sehr dran. Gut. Der Zauberer, stimmt. Könnte noch die Tür aufbrechen. Genau, und ich könnte natürlich jetzt... Du hast sieben Bewegungen, ja. Nein, guck mal, ich gehe jetzt einfach mal hin und werde mal hier dieses Zaubersiegel, die Zaubersiegeltür. Ich frage es immer noch, ich bin mir noch nicht sicher. Du darfst da leider nicht durch. Ja, dann geh hier, guck mal, eins, zwei. Da darfst du leider nicht durch. Was? Ein Feld, was diagonal ist. Darf man nur dahin, wenn dieses oder dieses Feld auch frei ist. Das heißt, ich muss außen rumlaufen, oder was? Ja. Ganz kurz, Siegel brechen ist benachbart. Naja gut, ich habe aber Bewegung 7. Das reicht noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das ist ja diese Tür hier. Genau. Und die ist jetzt benachbart. Kannst du nicht die Tür aufbrechen? Ja, aber guck mal, das ist ein Zaubersiegel. Ach, das ist ein Siegel und das ist deswegen werde ich jetzt das mit dem Siegel, und das brauche ich trotzdem zwei, weil das ist Siegel 2. Und ich habe jetzt den Zauber Siegel brechen, reduziere die Stärke eines magischen Siegels auf einem benachbarten Feld um 1. Sehr gut, also nur noch einen. Genau, das ist um 90 Grad drehen, das heißt, es ist nur noch 1. Ganz simpel. Und noch eine Runde, dann hab ich die Siegel quasi magisch verstehe. Eliminiert. Sag mal, und das hier ist unser Zielpunkt eigentlich, da müssen wir hin, ne? Ja, das ist nicht klar, nee, das ist nicht klar, das ist dann einfach nur eine große Tür. Aber ich würde dir fast mal sagen, wir gucken jetzt mal da, ich bin ja als erstes, aktivieren als erstes, gucken erstmal da rein, wenn das hier... Schrott ist, würde ich sagen, gehen wir erstmal nach da und lassen die Tür hier. Gucken wir mal. Okay, das war's, glaube ich, für uns. Und genau. Der Overlord kann nichts machen, oder? Ich kann eine Karte spielen. Und zwar kann ich die Karte spielen in meinem Bann. Ich schicke deinem Magier Tagträume von Ehre und Reichtum und lenke sie so von ihrem eigentlichen Ziel ab. Denn Magier darf diese Runde nicht handeln. Ja. So viel zu meinem Plan, die magische Tür zu öffnen. Trotzdem. Ich sehe, wir marschieren durch das fette Tor. So. Das heißt, ich darf gar nichts machen. Ja? Das heißt, ich kann nicht gleich mal hier so um. Du darfst dich verteidigen, aber du darfst nicht handeln. Trotzdem aktiv. Werden wenigstens meine Zauber wieder aktiv. Ja. Ja, so. Okay. Gut.
Das heißt, so viel war der Plan. Dann würde ich sagen... Ich bin ja stark für die. Ja, gut. Dann renn da hin. Große Tür. Dann renn da hin mit deinem... Oder kann man die, aber man kann die nicht mit dem Fernkampf, mit dem Pfeil kann man die wahrscheinlich nicht aufbrechen, würde ich sagen. Naja, der hat hier Angriffs- und Verteidigungswerte. Also... Eigentlich schon, ja, würde ich fast das sagen. Das würde ich sagen, ist unsympathisch. Ich glaube, es geht nur im Nahkampf. Das aber ich geht weiß, nur es benachbart. Auch nicht sicher. Nee, das geht, es geht nur benachbart. Es geht nur benachbart. 1, 2, 3, 4. Du musst wirklich aufbrechen mit Gewalt. 5, da bin ich jetzt schon dran, wa? Dann ja. Gehe ich genug und dann nehme ich jetzt wieder. Die Tür hat eben jetzt genau 4 Rüstung und würfelt mit 4 Verteidigung. Aber 4 Rüstung heißt, dass du einfach, brauchst halt nur einen Treffer, brauchst halt 5 und 6, die du kennst nicht verteidigen. Das. Genau, also. Ja. Der hat eine Rüstung von 4. Du musst gut würfeln, du weißt schon das, was du... Das, was du nicht kannst. So ist das. Ja, so nicht. Eine 5. Eine 5. Also wenn ich jetzt keine 5 oder 6 würfle, das, ja, das reicht. Tja. Die Tür war's. Die Tür ist leider stärker als der Mann. Dann das auch immer rund, wenn die jetzt einen Schaden hat, hätte... Nee, einen Schaden, der ist einfach offen. Wir brauchen nur einen Schaden. Jetzt zeige ich dir mal, wie ein Zwerg das ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist das nur ein? Ja, da ist eins. Mhm. Ja. So. Sind wir jetzt wieder benachbart? Nee. Ja, wir sind benachbart. Wir beide. Aber du kriegst keinen extra Würfel dafür, meine ich. Nee. Der Tür ist es, glaube ich, egal, wie viele Leute davor stehen. Also, das haben wir zwar jetzt nicht nachgelesen, aber das bei manchen Regeln muss man einfach. Lustig, also, was gemeinsam ist das hier? Da würfel ich jetzt nicht mal mehr. Keine 5, keine 6. Na gut, okay, mein Zauber kann nichts machen. Du kannst einfach versuchen. Du kannst dich auch hier hinstellen. Nehmen, ja. Und da im Nahkampf. Du hast immerhin 3 Würfel. Ich meine, und die ist auch nicht so stark. Dann probier das doch einfach mal. 1, 2. Mal davor. Ich frage es halt, wenn man die Tür aufmacht und dahinter ist nur Ärger, kann man sie halt einfach schnell wieder zumachen. Weil die Tür gerade gewaltsam aufbricht. 5 und 3. Was hat die für ein Schild? 3. Ah, du hast 5 und 2 gewürfelt. Also ein Treffer. Wenn der nee, ich hätte 3 auch. Ach, du hast 3. Aber 5, 3 und 2. Schild 3, dann reicht die 3 leider nicht aus. Schild 3 reicht nicht, nur der 5er. Hi, oh. sehr gut, siehst du, die beiden Grobmotoriker haben es nicht geschafft und der hier schafft es einfach. Okay, das heißt, die Tür ist einfach weg. Ja, und dahinter... Gibt es auch offene Türen? Nee, die sind einfach weg. Das ist so hübsch einfach. Sehr hübsch, ja. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Oh Gott, das kommt jetzt dahinter. Dahinter kommt jetzt einiges. Ich gucke gerade, ich habe es selber noch einmal nach. Ja, genau. Der... Overlord hat hoffentlich Ahnung. Was das kommt? Das kommt da dran. Ich habe noch eins zum Anklipsen. Das heißt also, wir hätten diese Tür gar nicht aufmachen müssen, weil es gibt einfach 2 Möglichkeiten, da reinzukommen, oder wie? Sieht so aus. So, weil es wird quasi alles aufgedeckt bis zur nächsten Tür, ja. Oder bis zu den nächsten Türen, wie in diesem Fall. Da kommen jetzt bestimmt unfassbar viele Monster ins Spiel. Das könnte sein. Vielleicht hätten wir die Tür doch. Und da ist so eine fette Tür, das heißt, hier müssen wir bestimmt auf jeden Fall hin. Ah, aber guck mal, hier gibt es auch eine Siegel. Mhm. Dann machen wir hier nicht irgendwie so einen Quatsch, sondern wir rennen einfach hier rum. Und machen das Siegel, was sich da gleich offenbart in diesem dunklen Verlies. Na ja. Ich habe das Gefühl, wir haben schon halb gewonnen. Bislang haben wir noch keinen einzigen Schaden genommen. Stimmt. Obwohl wir hier völlig verrückt hier mit dem Zauber waren. Ja. Genau, also im Endeffekt ist unsere Runde ja damit auch vorbei, weil du hast dich schon bewegt und so. Aber jetzt kommt der Böse dran. Ja. Das wäre vielleicht doch nicht, das war vielleicht keine so gute Idee, mit dem letzten Helden die Tür aufzumachen. Das stimmt, weil jetzt kann das, die gute alte Dungeon-Weisheit. Taktisch müssen wir noch ein bisschen. Ja, aber sieht aus gut. Fehlern lernt man so. Man kann übrigens, habe ich gelesen, diese Clips auch weglassen, falls einen die irgendwie nerven, aber dadurch ist es auf jeden Fall ein bisschen stabiler. Man verrutscht nicht so, ja. Ihr erspäht in der Ferne. Ich bin ziemlich beeindruckt, dass ich durch dieses Tor jetzt bis da überall hingucken kann. Ja, das ist halt, ziemlich hell erleuchtet. Weil da keine Tür. Geile Truhe! Ja, weil da keine Türen sind. Ja. Man könnte es natürlich thematisch auch so auffassen, dass man wirklich nur gucken kann in die Ecke, ne? Ja. Aber so ist es wohl einfach nicht gemeint. Sonst müsste man auch die ganze Zeit neu aufbauen. Ja, das ist ja nervig. Das war ja auch beim alten HeroQuest so, da hat man auch immer... Oh nee, das stimmt gar nicht. Beim HeroQuest hat man wirklich Sichtlinie gemacht. Aber da gab es halt auch nicht so viel zum Aufbauen. Mhm. Und das war ein bisschen anders, weil es ja eben fester Spielplan war. Muss ich ja auch ehrlich sagen, so cool ich das finde, so dass es hier modular ist und so mit diesen Teilen, dieser feste Spielplan von HeroQuest, der immer nur so anders
blockiert und anders so aufgebaut, hat er auch was. Aber jeder geht halt seinen eigenen Weg. So ist das halt. Direkt aber hinter der Tür blickt schon mal ein Zombie auf euch. Kannst du dir eigentlich aussuchen, in welche Richtung? Der guckt doch sicher so, oder? Der guckt auch direkt auf euch drauf. Ja. Und so, oder? Oder guckt ich würde darauf tippen, dass er seine Hand, dass er der Hand hinterher schaut. Nee, der, ja, guckt, so. Ja, ja. Der guckt so. So ist richtig. Ja, ja, so ist besser. So ist vorne. Gut, dann müssen wir uns nur einigen. Aber er ist nicht der Einzige. Oh nein. Ihr hört auch ein paar Skelette. Geil. Das ist noch so ein anderes Skelett. Das hat so eine Rüstung an. Das ist bestimmt echt schwieriger zu töten. Mhm. Ach was, der zerfällt beim ersten Schaden. Bei unserem Würfelglück. Die Helden müssen erstmal ein bisschen wach werden. Die haben noch ein bisschen Schiss hier, aber in einem dunklen Dungeon. Aber guck mal, es macht schon Sinn, auch diese Tür aufzumachen, weil wenn wir die nämlich aufmachen, dann können wir hier so in den Rücken fallen. Mhm. So ist mir halt, oh, oh Gott, was ist das denn? Güte. Da ist noch so ein untoter Zwerg, der sich erhoben hat und dann... Zwei Zwerge. Dann hört ihr das, was euch vielleicht die meisten Sorgen macht. Ein großer Troll, der in der Haupthalle wütet. Ach du Scheiße. Warum haben wir diese Tür aufgemacht? Muss ich mir mal angucken, ja. Sieht das geil aus. Da gucken sogar die Gedärme raus und so. Ich hab echt Schiss. Ja, stand der so oder andersrum? Der stand so. Da? Die großen Figuren haben übrigens so ein bisschen eine Sonderregel, die bewegen sich entweder so oder halt wirklich nur so ein Feld diagonal. Ah ja, okay. Mhm. Ja, die rennen nicht irgendwie wild durch die Gegend, sondern die machen so. Aber er schmeißt seinen Steinbrocken nach uns bestimmt. Keine Ahnung, was der für Spezialfähigkeiten hat. Ich bin dafür, wir konzentrieren uns auf diese Tür und hauen die hinten ab. Das heißt, du bist jetzt dran. Ja, der Oberlord ist dran. Und ich kann euch so viel verraten. Diese Tür, die hat eine ganz besondere Anziehungskraft auf euch. Mhm. Da ich dran bin, spiele ich aber erst einmal wieder einen zusätzlichen Befehl. Damit habe ich 3. Wir müssen bald unsere Heldentaten aktivieren, habe ich das Gefühl. Guck mal, wie das aussieht. Und ich fange einfach mal an mit... Ja, mit dem Zombie da hinten. Mit dem? Ja. Komm. Der hat hier einen Arztkittel an. Ein fehlgeschlagenes Experiment. Guck mal, was der macht. Der rennt weg. Der positioniert sich mal bei dieser Tür. Guck mal, der spielt total taktisch. Von wegen hier so einfach drauf los. Sowas würde sich ein Zombie nie verhalten. Niemals. Zombie würde immer dahin laufen, wo es Geräusche gibt. Dieser Zombie ist halt ein taktischer Zombie. Der hier bewegt cool sich. Zombies ist, dass die immer einfach nur auf der kann sich so viel bewegen. Wie viel Bewegung hat er? Das waren gerade 3 Felder und er hat 4. Wow. Okay. Crazy. Mhm. Vielleicht sollten wir doch einfach die Tür aufmachen. Ich finde auch. Hier steht doch eigentlich ganz gut ein weiteres Skelett. Das wäre dann jetzt der dritte, wa? Aber du musst gucken, dass du nicht zu viele Skelette du kannst nicht unendlich viele Skelette. Maximal 4 Skelette und maximal 2 Skelettbogen schützen. Okay, und das zählt auch als Skelett, oder? Oder nicht? Oder ist das ein anderes Monster? Das ist ein gerüsteter Zombie. Ah, das ist was anderes. Okay. Gut. Was machen wir denn jetzt? Also, die Frage ist halt folgende. Wir wissen nicht, was passiert, wenn mit dem Typ, also vor allem, wenn der angreift. Vor allem, wie der angegriffen wird. Guck mal, das Ding ist nämlich, pass mal auf. Geht nicht, pass mal auf. Geht nicht. Der kommt ja hier gar nicht durch. Ja, genau. Ja, der kommt hier ja gar nicht durch. Das heißt, eigentlich könnte man die Tür aufmachen und den per Fernkampf platt machen. Durch die Tür schießen. Ja. Das würde vielleicht gehen. Die Alternative ist einfach zu sagen, guck mal, so wie der sich hier positioniert hat, wir ignorieren es einfach und gehen wirklich erstmal durch die Tür durch. Aber die Idee mit dem durch die Tür schießen finde ich gar nicht so blöd. Ja, aber das Ding ist, wir können das probieren. Er wird einfach dann wahrscheinlich sich zurückziehen. Weißt du, er wird dann warten und uns kommen lassen. Dann könnte man aber auch dahin und da noch drauf schießen. Könnte man ja auch machen. Ja, dann wird er mit seinen Kleinen kommen. Ist halt die Frage, ob der nicht so 2 Felder damit angreifen kann. Vielleicht. Also auf jeden Fall müssen wir den sicherlich von der Entfernung irgendwie hinkriegen. Aber lass uns doch mal die Tür probieren, finde ich eine gute Idee. Ja, weil das Problem ist, um die Tür aufzumachen, muss ich sowieso hier seinen Zauber benutzen. Genau. Meine Aktion ist dann weg. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir erstmal gucken, was hier passiert. Genau. Und dann können wir immer noch überlegen. Könnte der über die anderen Helden hinweg zaubern, falls sich hier was Böses entblößt? Oder? Ja. Nur wenn der Zauber keine Sichtlinie erfordert. Ja, keine Sichtlinie erfordert. Dann würde ich sagen, mach du mal die Tür auf, weil ich bin ja ein Tank. Ich könnte mich immer noch hier positionieren, wenn alles irgendwie schief läuft. Ich bin hier der Barbar. Ja, du machst es auch. Du hast ja die meisten Würfel.
Du wirst doch jetzt mal schaffen, einen Treffer gegen diese blöde Tür zu landen. Tada. Zwei Fünfen. Zwei Fünfen. Schauen wir doch mal, was die Tür dazu sagt. Eine 6 und eine 5. Das ist doch einfach nicht. Jetzt befürchte, du musst ja auch ran mit deinem Tank. Ja. Dein Tank ist ja, ein Zwerg, ein Krieger. Mal. Ich probiere es mal. Einmal. 6 und 5. 6 und 5, zwei Treffer. Ja. 5 und 4, das reicht. Die Tür ist offen. Sehr gut. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das liegt. Aber man muss es probieren. Außerdem wollen wir ja wissen, was hier so los ist. Ah, okay. Ah, und das kommt jetzt hier so dran. Ah. Ich muss sagen, der Overlord hat sich hervorragend vorbereitet. Ich habe das alles schon. Die ganzen 5 Minuten, während die Kameras eingerichtet wurden, gnadenlos ausgenutzt. Ja, aber sehr gut. Okay. Und da seht ihr natürlich auch noch ein paar Dinge. So ein paar Knochenhaufen, beachtet die einfach nicht weiter. Stellt euch am besten mit dem Rücken zu denen hin. Und ach, das war's, oder wie? Noch ein gerüsteter Zombie. Na toll, warum ist die größte Tür offene Scheiße hinter? Ich dachte, da gibt es jetzt unfassbar viele Schatztruhen. Eins ist klar, diese Tür hier muss zubleiben. Weil wir wollen nicht, dass der hier durchlatscht. Ja. Ja. Aber die Tür ist cool, dann können wir schnell zur Schatzkiste laufen. Ja. Das ist echt fies, dass man die nicht töten kann hier, dieses Klette. Ich würde trotz alledem jetzt, glaube ich, das hier aufmachen, um einfach mal zu testen, was passiert, wenn wir den angreifen. Mhm. Ja? Ist halt die Frage, ob man sich nicht dahin stellt. Aber es ist wirklich so, dass der hier nicht durch kann, ne? Oder? Ja. Der kann hier nicht durch. Dann machen wir die Tür auf. Ja. Wir machen jetzt die Tür auf, das heißt, das Problem ist nur, guck mal, wenn die Tür weg ist, aber der ist nicht benachbart zu dem, ne? Oder hat der einen Fernkampf? Nein. Ja, weil ich kann mich ja nicht mehr bewegen, weißt du, ich habe Angst. Okay, sei also mutig. Gut, also ich mache meinen Siegelbrechen-Zauber wieder, zack, kann mich auch das nehmen. Das heißt, der ist einfach weg, oder? Ja, das ist richtig. Hallo. Wir können doch über alles reden. Ein unglaublicher, fettiger Gestank kommt euch entgegen. Das ist so richtig ranziges Fett, so wie man das erwarten würde. Komm, ich sage, ich kaufe dir den Stein ab und wir sind Freunde. Man beschwört ihn auch so mit der Zombie-Troll, der ist höchstens mit einem Hering zu bestechen. Okay, ich würde jetzt vorschlagen, du gehst jetzt hier hin und schießt ihm einfach hier mit dem Pfeil so direkt. Genau, ich stehe mitten in der Sichtlinie und er haut mir voll Lacher auf die, er schmeißt mir seine Steine. Nein, er hat doch keinen Fernkampf. Der kann nur sowas in den Stein so. Der ist auch voll schnell hier, ich habe 8 Bewegungen, sehe ich gerade. Ja, das hat eine 11. Eins, soll ich mal in die Ecke gehen hier und dann kann sich keiner hinter mir stellen? Also ich weiß nicht, wie schnell die sind, ob die hier jetzt mit einem Ding so durchrennen. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich mach's mal. Ich habe auch Schiss. Dann habe ich 4 für Fernkampf. Mhm. Was ist das hier? Das kommt weg. Mhm. Das ist doch nicht wahr. 4, 3, 3, 1. Und was hat er für Rüstung? Da geht 6. Nichts durch. Er hat Rüstung 4. Rüstung 4. Ihr kennt das von der Tür. Ja. Der bräuchte irgendwelche anderen Gegenstände oder irgendwelche anderen Zauberer hier, der gute Elf. Gut, aber das war's. Wir haben es probiert. Also auf jeden Fall ist der Schatzküste andere Waffen sein? Der ist auf jeden Fall, ja, der ist auf jeden Fall C. So viel steht fest. Aber ich meine, ich kann ihn auf jeden Fall aufhalten. Guck mal, wir müssen ihn irgendwie so, wir dürfen ja eigentlich nicht. Wir müssen ja leider so flüstern, damit der Overlord sieht. Okay, jetzt ist der Overlord erstmal dran. Was hast denn du noch hier für geile Zauber? Hast du nicht irgendwelche starken, geilen Zauber? Ja, ich kann ihn so festhalten. Ah ja, geil. Mhm, super. Und oh, übrigens, ich habe meine Energiekristalle nicht bekommen, die mir versprochen wurden. Am Anfang. Dann bekommst du die jetzt noch. Was sind Energiekristalle? Ah, noch extra. Okay. Auch noch Gegenstände. Ah, und übrigens, ich hätte auch noch, aber das habe ich jetzt vergessen. Ich habe ja, das war ja nur ein kleiner Zauber, dieses Siegelbrechen. Ich hätte auch noch Rosten zaubern können, dann hätte er -1 Rüstung gehabt. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hätte. Doch, du hast einen Vierer gewürfelt, ne? Ja. Dann hätten wir wenigstens erfahren, wie viel Verteidigungswürfel er wirft. Das kannst du uns jetzt noch sagen. Nee, machen wir nächstes Mal. Ich glaube, ihr werdet das noch mitkriegen. Alles gut. Und wenn ihr es nicht mehr mitkriegt während der Partie, dann sagt es auch sehr viel aus. Also gut. Um den drum herum läuft irgendwie. Kann man nicht hier so laufen und hier weglaufen? Nee, da kann man damit nicht durch. Da kriegt man eins auf den... Ja. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir müssen uns jetzt hier... Ist es zwar unangenehm? Dran, ja, er ist dran. Genau.
Ja, lass ihn mal machen. Das ist so unangenehm, aber wir müssen erst mal hier aufräumen. Und dann können wir uns. Man kann die halt nicht platt machen, weil wenn man hier reingeht, dann stehen die auf und greifen dich von hinten an. Und das ist echt uncool. Das soll man machen. Eine Sache, die ihr vielleicht noch nicht gemerkt habt: dieser Ort wird schon seit Jahrhunderten als Grab genutzt. Ich spiele die Karte uralte Gräber. Das heißt, ich darf zwei zusätzliche Knochenhaufen auf Feldern meiner Wahl platzieren. Na super. Ich finde, das ist ein sehr schönes Feld für einen Knochenhaufen. Die darfst du auch direkt dann da erwachen lassen. Und dann habe ich noch zwei Befehle. Also das darfst du jetzt direkt erwachen lassen. Das geht tatsächlich jetzt sofort. Ist das... Irgendwie musst du auf den Knochenhaufen aufmerksam geworden sein. Vielleicht werden wir doch noch nicht rauskriegen, wie viel Verteidigung wir haben. Und dann von hinten. Und dass ich mich in die Ecke gestellt habe, mein Lieber. Damit habe ich jetzt aktuell zwei Skelette auf dem Brett. Das war deine erste Aktion, jetzt greifst du einfach mit der zweiten noch an. Und der greift jetzt an. Ach komm. Und dann von hinten, das heißt, du hast einen Würfel mehr, oder? Oder genau. Weniger? Würfel ist einfach 3-1 und dann hat es die Sache erledigt. So gut, eine 1 ist tatsächlich, geht durch meine Rüstung nicht durch. Die schwere Rüstung ist die schwere Robe des Magiers. Aber. Oh je, das sieht schlecht aus. Das heißt, ich kriege jetzt zwei Wunden. Du kriegst aber, wenn ich richtig weiß, nur maximal eine. Ah, stimmt, ich kriege nur eine Wunde, genau. Maximal kriegt man nur eine Wunde. Trotzdem bin ich jetzt verwundet. Wir müssen zu der Schatztruhe, da gibt es Heiltränke. Bestimmt, ja. Und Waffen. Ja, ja, ja. Ohne Ende Heiltränke und Waffen. Soll ich mal aus Spaß nochmal mit dem Elf auf das Vieh schießen? Nee, aus Spaß machen wir ja gar nichts mehr. Ich würde es aber machen. Ich würde sagen. Nichts Besseres ein gerade. Ja, du musst den Typen platt machen. Was glaubst du denn? Der haut ja weiter auf mich drauf. Der stimmt. Du machst jetzt diesen Typen platt. Ich könnte überlegen, ob ich vorher was mache. Ja? Könntest du nicht auf den draufhauen? Ich könnte überlegen, ob ich vorher was mache. Ich frage mich immer noch, warum er den Zombie vor die Tür gestellt hat. Pass auf, wir machen das so. Ich finde es immer noch interessant, hier mit dem Rosten das mal zu probieren, ob das mal links. Ja? Dann muss ich aber trotzdem dann werde ich jetzt erstmal anfangen mit meinem. Aber dann lass mich doch auf den Schießen einfach. Nee, beim Rosten, das bringt nur was, wenn du schießt, weil Nahkampf machen wir gegen den nicht. Ja? Was? Wieso denn nicht? Ja, weil der zurückhaut dann. Verstehst du? Deswegen. Und Rosten, da macht die Rüstung einen. Genau. Und das kann ich aber machen schießen. Und dann kannst du schießen. Deshalb werde ich jetzt mit dem hier zurücklaufen. 1, 2, 3. Mhm. Die Frage ist jetzt. Jetzt steht aber trotzdem nur einer vor ihm, ne? Oder weil der jetzt im genau, Rücken bei ihm der steht nicht vor dem Magier. Genau. Sondern im Rücken vom Magier. Ja, genau. Wie also du eben schon gemerkt hast. Ja, ich greife jetzt einfach den an. Der hat irgendwas an deinem Rücken gekratzt. Ich werde nicht meinen Kampftrank jetzt verwenden, nur für diesen Honk da mit 4. Ich werde einfach versuchen, den Platz zu machen. Und falls es nicht klappt, klappt das halt auch mit dem Rosten nicht, dann muss ich halt doch mit dem... Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Diese Würfel haben echt irgendwie, die sind verflucht, würde ich sagen. Das sieht doch gut aus. Das sind 2 Treffer. Und das reicht? Knochenhaufen. Das reicht, um ihn wieder zu einem Knochenhaufen zu machen. Toll. Ich sehe jetzt schon, wer gleich wieder aufersteht. Ja, aber ich habe gerade gedacht, die alte gute Taktik, wenn du mit dem später bewegen kannst, kann man Rücken an Rücken laufen. Dann kann das ist trotzdem okay. Das ist trotzdem okay. Ja, warte mal. Das ist super, oder? Rücken an Rücken nachher zu stehen, dann kann keiner im Rücken angegriffen werden. Ja, das stimmt. Immer das noch. Da ist zum Beispiel eine ziemliche Scheißidee. Ja, das werden wir dann gleich noch ändern. Aber jetzt ist die Frage, ich möchte ja, dass du den triffst. Ich muss aber gleichzeitig auch irgendwie, ich muss entweder hier oder hier stehen, um ihn mit meinem Zauber treffen zu können. Das heißt, ich greife ihn mal zuerst mit meinem Zauber. Nee, ich muss ihn jetzt erstmal zum Verrosten. Verrosten musst du erst machen, ja genau. Das Problem ist, wenn ich mich, ich kann mich doch hier hinstellen. So. Ich werde jetzt 2 kleine Zaubertricks machen. Ja. Einmal rosten. Das heißt, der bekommt -1 Rüstung. Ja. Lege einen Zaubertrickmarker neben die Zielfigur, aber ich glaube, es sind diese kleinen. Ich lege einfach hier einen Würfel drauf. Warte mal, das sind eigentlich, glaube ich, diese hier, aber wir wollen es mal korrekt machen. Es gibt hier einfach so Marker für alles Mögliche. Und wieso kannst du 2-mal zaubern? Ich dachte, man kann nur einen. Weil es ein kleiner Zauber ist. Und 2 kleine Zauber. Also es gibt hier das Symbol für diesen Rostenzauber. Wir machen es mal ordentlich. Und dann kann ich eben auch noch kristallisieren machen. 2 kleine Zauber ist ein großer Zauber, ja? Genau, und das heißt, ich erschaffe ein Energiekristall, wirf einen Würfel, um zu bestimmen, welche Energiekristall erschaffen wird. Stärke 3. Oh. Jetzt ich muss die nämlich Kristall erschaffen. Ja, was kann der? Der kann ich dann zusätzliche Würfel werfen. Das muss ich auch machen, weil ich habe ja weniger Würfel durch mein Verletztsein. Ab sofort werde ich jetzt immer schön Energiekristalle. Und jetzt würfelst du die 6, die wir die ganze Zeit gebraucht haben.
Ja. Okay, das jetzt war's. Ist der verrostet, jetzt nehme ich hier meinen Fernkampf. Und das heißt, er hat minus 1 Rüstung, das bedeutet, du brauchst jetzt nur noch... Eine 3. Eine 4. 4. 5 hatte der eben. Ah, ja. Er hatte eben 4. Also ab 4. Kommen jetzt mal 4 Treffer. 5 und 4. Das sind 2 Treffer. 2 Treffer ist schon mal gut. Sieht gut aus. Gegen die 5 und 4. Aber wie viel hast du gewürfelt? 4 4 Würfel hat er. Ja, ja, ja. Na gut. Aber okay. Ich würde einfach sagen, wir können jetzt nichts weiter tun. Du musst einfach, weil der wird halt erschaffen, das soll man machen. Da kann man nichts machen. Nein, ich muss mich auf jeden Fall erstmal umdrehen. Ich könnte mich. Nee, du rennst jetzt hier und machst hier mal irgendwen platt. Aber nein, guck mal. Was ich jetzt machen könnte, wäre mich mit dem Rücken da hinstellen, weil dann, wenn der aufsteht, kann er den in den Rücken angreifen. Und wenn ich mich da vorstelle. Aber er wird eh nicht angreifen. Also tatsächlich, wenn da ein Zombie, ein Skelett stehen würde, dürfte es nicht auf dieses Feld gehen, weil dieses Feld vor anderen Leuten ist und er gerade auch vor jemandem steht. Erstmal, dann würde er von mir einen Passierschlag kriegen. Verstehe. Und der dürfte noch nicht mal denken. Dann macht es doch einfach voll Sinn, wenn ich mich wirklich nur dahin stelle. Ja. Also ich habe kein Problem mit auf Zeit zu spielen. Stimmt, wir müssen ja aufpassen. Wir müssen uns ja beeilen. Guck mal, wir müssen uns beeilen. Komm, ja, los, hau mal den ab. Es ist halt die Frage, ob das mal Sinn macht. Ich bin eh schon verletzt. Macht Sinn, immer die ganzen Viecher zu töten? Weil der wird doch auch wieder nur so ein Skeletthaufen. Der kommt ja nicht aus dem Spiel, oder nicht? Ja, außer wir machen mehr Schaden. Das ist ein Zombie. Zombies werden nicht zu Skeletthaufen. Ja, ja, genau. Ach ja, stimmt. Nur die Skelette werden zu Skeletthaufen. Ja, ja. Okay, dann habe ich 5 Würfel. Hi. Aber und hau mal auf den Zombie wieder weg. Ach, die ist nur für eine Runde, ja, ne? Ja, nur eine Runde. Ja, das der Rost breitet sich aus, wird immer schlimmer und die Rüstung. Nein, leider nicht. Ja, wir brauchen mal einen Plan hier, Andreas. Das sieht nicht so. Ah, das ist aber ein guter Wurf. Siehst du? Ja, die 1 und 2 kommen weg. Ich finde, ein guter Plan wäre, sich mal zu dieser Kiste vorzuarbeiten. Also nachher nochmal die Tür anzuzaubern, dass man hier durchkommt und sich zu der Kiste bringt. Das ist dieser Zauber hier. Die ist ach so, normal. Ach so, hätte ich die Tür jetzt machen sollen. Die gehen alle drei durch. Das ist gut. Und zerstören ihn. Jawohl! Yes! So gehört sich das. Okay, das heißt, wir sind alle dran gewesen, auch wenn wir jetzt nicht die Marke benutzt haben. Doch, du hast sie benutzt, ich nicht. Wir waren alle dran und das heißt, du bist dran. Jetzt kannst du dich mal wieder umdrehen, weil du bist ja nicht. Und ich habe wieder das wieder. Ah, nee, genau. Erst, ich mach's schon mal, damit ich es nicht vergesse. Mhm. Erst eigentlich nach dem Overlord. Lass mich raten, du machst eine zusätzliche Aktion. Und einen zusätzlichen Befehl, ja. Tada! Das finde ich jetzt eigentlich gerade ganz angenehm. Ich weiß auch schon, dass du den und wahrscheinlich den da aufweckst, oder? Nö. Ich wecke den hier auf. Mhm, sag ich doch. Und was ist denn so ein Plan? Da oben die Tür ist wichtig. Also ich würde fast sagen... Ich finde die Truhe irgendwie auch wichtig. Also ich finde diese Tür nicht unwichtig. Und ich greife mal den Magier an. Mhm. Weil irgendwie wäre es sinnvoll, so andere Gegenstände zu finden, um sich zu stärken, weil er hat schon auf deinen Magier abgenommen. Was hast du gehört? Sagen. Ich greife deinen Magier an mit 2 Dreien. Das kannst du theoretisch gesehen mit 2 aber nur, oder? Ja, 2 Dreien. Yes. Ah. Okay. Und dann... Wie viele Skelette? Das hier sind übrigens auch Skelette. Aus, siehst du an. Was? Du hackst einen geheimen Plan. Ja, ja, das hier sind übrigens auch Skelette. Das ist nämlich Skelett-Zwergenwiedergänger. Mhm. Oder? Pass auf, ich habe eine Idee. Ja, ich werde mir gleich jetzt lass erstmal ihn fertig machen. Ja. Und dann stelle ich doch einfach mal hier noch ein Skelett hin. Ein Skelettbogenschützen, warum nicht? Die Frage ist. Kann der auch Fernkampf machen, ja? Natürlich kann er Fernkampf machen. Aber er ist nicht mehr dran. Ihr seid dran. Sehr gut. Was hast du jetzt gemacht? Den da auch hier, wa? Das Skelett und das Skelett? Das Skelett und das Skelett. Ach so, ja, okay. Also ich glaube Folgendes. Wir müssen ja auch gucken, dass wir vorankommen. Wir können nicht auf Zeit spielen. Da hat er vollkommen recht, der Overlord. Ja? Hat er hört auch schon so einen Scharren hinter dieser Tür. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie da durch. Wir können den jetzt hier nicht irgendwie ewig lang rumknuspern. Okay, wir müssen den umhauen und dann müssen wir uns aufteilen. Ein paar rennen hier nach vorne zu der Truhe, ja. Und die anderen, würde ich sagen, gehen hier rum und behaken von hier dieser Seite. Ja? Wenn wir alle hier rumgehen, wird er den Troll auch hier vorstellen und uns nur Ärger machen. Ja? Während wenn wir hier hingehen und er schiebt den Troll, dann rennen einfach die Leute hier und beschießen ihn die ganze Zeit. Weißt du, so würde ich es machen. Ja? Je nachdem, wie er sich entscheidet. Und ich würde eigentlich würde es Sinn machen, wenn ein Magier sich auch noch dahin stellt, dass wir von beiden Seiten aus. Ich würde sagen, die 2 Fernkämpfer bleiben hier
um dann eventuell hier zu schießen. Jetzt haben die zwei Nahkämpfer, den da. Ja, aber er kann sich ja trotzdem. Ja, aber er ist trotzdem ein Dilemma, wie er sich entscheiden soll. Ja. Ich finde es auch richtig so. Ja. Aber ich jetzt halt wichtig, hier durchzukommen. Als erstes müssen wir die beiden Skelette hier umhauen. Das ist das Wichtigste. Und zwar richtig umhauen. Sonst ist das hier alles nicht ordentlich. Und dazu werde ich auf jeden Fall hier jetzt mal ein bisschen was benutzen. Das ist, dass du eben dieses Klettdinger spawnen konntest. Das war so eine Karte, ja? Die du abgespielt hast. Dann die beiden neuen? Ja, das war ja, genau. Das heißt, wenn du die uralte Gräber. Ja, genau. Die Frage ist, nicht, dass du das nachher dauernd wieder machst. Wir müssen auf jeden Fall ich würde fast vorschlagen, vorgehen. Guck doch mal, ob du... Achso, nee, ich werde dann nachher genau den machen und dann wird er dann wieder die machen. Das heißt, ich muss dir wieder bekämpfen, bis ich zu der Tür komme. Dauert echt lange. Vielleicht ist es gut, wenn... Oder ich muss einfach jetzt den nicht töten, sondern wirklich direkt einfach zur Tür gehen. Weil wir werden tierisch aufgehalten, wenn wir immer alle Viecher bekämpfen. 3, 4, 5, 6. Ich kann auch mit dem hier zur Tür kommen. Kommst du da durch? Kannst du da nicht vorbeilaufen? Nee, ich habe nur Bewegung 6. Nee, nee, den muss ich vorher natürlich, vorher muss der umgehauen werden. Aber es ist halt die Frage, ob nicht jetzt die Fernkämpfer einfach, lassen wir den erstmal, die Fernkämpfer den hier machen und die Nahkämpfer nach da rennen, weißt du? Mhm. Dann, die Frage ist nur, aber hier kannst du gar nicht Fernkampf machen, vermute ich, oder? Wenn du hier daneben stehst. Warum nicht? Weil du daneben stehst. Achso, aber ich will ja auch auf den. Nee, ich sag ja, den so. Da, die Fernkämpfer machen den. Den lassen wir erstmal. Die Nahkämpfer rennen zur Tür und machen die Tür. Verstehst du? Ich kann einfach jetzt mal versuchen mit dem hier. Ich werde einfach versuchen mit dem. Die Tür hat hier nur 3, das können wir auch schaffen. Eine 3. Ja, ja, klar. Dann lass mich doch das erstmal machen, ob ich die Tür schaffe. Und dann können wir weiter überlegen. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt hier 7. 1, 2, 3. Allerdings, wenn du die Tür schaffst, ne, nur mal so. Warte, ja. Ich stelle mich jetzt so hin, warte mal kurz, damit warte mal ich kurz, das warte. Im Rücken habe. Ja, genau, das ist gut. Also nicht, wollte nicht da, weil dann wenn du die Tür schaffst, dann werden die Leute hier reinströmen, das ist dir klar, ne, und dich halt dann angreifen und sowas. Klar, aber dann kann ich dann nachher da durchgehen. Kann ich über die Viecher drüber springen? Weil, guck mal, jetzt, wenn ich den töte, wird er den spawnen. Ja. Dann werde ich den töten, dann wird er den spawnen. Dann kriegt er nochmal uralte Gräber, wird er noch mehr spawnen. Dann kommen wir hier nie durch. Ja, ja, klar, alles klar. Gut, gut, mach das. Würde ich behaupten, ja. Ja, ja, ja. Ich habe auch das Gefühl, wir müssen jetzt ein bisschen Aktion machen. Wir hauen jetzt nein, bleib da vorne. Was wollt ihr denn hinten in dem Verlies? Da gibt es doch gar nichts zu sehen. Jetzt brauche ich hier jetzt halt Rüstung 3, Würfel. Also ich muss jetzt eine 3 schaffen, ja? Eine 4. Eine 4. Warum eine 4? Hätte doch eine 3. Genau, alles bis 3 wird weggelegt. 1 bis 3 wird weggelegt. Und er hat es mit einem verteidigt. Genau, und der 5er ist besser als deine 4. Wieso soll ich denn meine Zombies und Skelette in den Kampf schicken, wenn selbst meine Türen euch schon besiegen? Ja, 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 lach du nur. Na gut, na gut, ich komme hier nicht so weit, ich komme eh nicht so weit, deswegen machen wir es jetzt einfach so, dass ich... du mit dem Kämpfer ihn platt machst, weil der ist wichtig zu töten. Ja, stehst du dann in meiner Schusslinie, wenn du dich da hinstellst? Ja, aber du kannst dich ja hinlaufen. Ja, stimmt. Im Moment nicht. Warum? Weil, ach so, weil du das musst hier, schon ein Feld weiter nach da gehen. Da gehen, ne? Und dann kann er vermutlich nicht durchgucken. Also das ist ein ziemlich enges Verlies. Ja, aber jetzt könnte er quasi nach da. Ne? Dann kann ich da nicht vorbeigucken, sagt er, oder? Ach genau, so, du könntest dann hier nur nach hier laufen und auf den schießen. Ja, das könntest du. Das kannst du auch immer noch machen. Also ich gehe hier hin und mache ihn jetzt mal erstmal. Ich gucke, ob er grinst und einen Kampfwert von 2 hat und mich dann da platt machen kann und über mich drüber rollt in der Ecke. So. 2 Fünfen. Ha! 2 Zweien. Noch ein Haufen, oder? Das waren 2 Treffer, genau. Ja. Das bringt uns nicht so wirklich was. Aber egal. Und dann würde ich einfach sagen, wir machen einfach das Gleiche nochmal. Oder du rennst hier und versuchst, ihn platt zu machen. Ich meine, den müssen wir irgendwann... Boah, vielleicht ist es auch egal, ne? Sie werden alle wieder aufstehen. Sie werden alle jedes Mal wieder aufstehen. Der auch, oder? Das ist ein Skelett, eben steht doch wieder auf. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, geh mal dahin. Der hat 8. Ja, geh mal dahin und mal ein bisschen. Aber warte, halt, stopp, bevor du es machst, lass halt, stopp. Mach doch ich zuerst mal der Zauberer, ja. Weil dann mache ich nämlich nochmal Rosten. Brauchst du dafür Sicht? Reichweite kurz. Genau, aber ist ein Auge drauf, ist die Frage. Nee, ist kein Auge drauf. Ja, dann geht das. Genau. Keine Sichtlinie benötigt. Zack. Und dann laufe ich nämlich mit dem hier. Rückwärts. Laufe ich mal so. Und guck mal, dass ich irgendwie... Kannst du zweimal deine Sichtrichtung ändern, ja, aber? Ja, beim Laufen auch, beliebig. Also ich kann doch irgendwie so, dass ich mich dann so hinstelle. Genau. Da wird mich zwar wieder das Skelett erwischen, aber es ist egal. Okay, gut. Das heißt, der ist wieder verrostet. Das heißt, du kannst jetzt da hinlaufen und ihn ein bisschen ärgern. 1, 2, 3, 4, 5. Dann stelle ich mich... So ist vorne, oder? Ich glaube schon.
Also er soll halt dahin gucken. Ja. Ja, also kriegen wir ein bisschen aus Reserve. Da kann er nicht überlegen, ob er mit dem mal weggeht und dann hier irgendwelche Leute mal holt. 1, 2. Falls ihr irgendwann mal schafft, ihn zu verletzen, ja. Noch lacht er, aber wir haben jetzt unseren Plan und ja. 6, 4, 3, 2. Ja, ein Treffer. Man kann höchstens sagen, eine 6. Das klang jetzt. Eieieiei. Unfassbar. Na gut, unfassbar. Naja, okay, gut, wir haben es probiert. Damit sind wir durch. Oh, Korrektur, 2 Treffer. Aber die beiden Sechsen fangen das auch auf. Ja, okay, das war's. Mann. Okay, der Oberlord ist schon wieder dran. Tja. Das ist ganz schön knifflig. Ganz schön cool. Mhm. Auf jeden Fall, das mit diesen Knochenhaufen, das ist sehr clever, weil das bringt viel Dynamik rein. Und zumindest der Oberlord hat echt viele Optionen und wir haben echt viele Möglichkeiten, die wir bedenken müssen. Ich spiele mal wieder eine Karte. Ach, und zwar. Was? 3 zusätzliche Befehle. Das habe jetzt 5. Eieiei. Und als allererstes nehme ich mal meinen Fernkämpfer. Der will wirklich meinen Zauberer umbringen. Natürlich. Es gibt eine gute alte Weisheit unter Rollenspielern, die ja besagt, kill the mage first. Fernkampf, das heißt, ich habe 3 Würfel. Ich bin nicht hinter dir. Nein, das heißt, es bleiben 3. Ich hätte schon wieder kristallisieren machen müssen. Ich bin noch ein bisschen ungeübter Zauberer. Okay. 2 Fünfen und eine 3. Eine 5 und eine 2. Das sind 2. Eine Wunde. Ja. Ha, ich muss da aufpassen. Ich kann ja 2 kleine Zauber wirken. Das muss ich echt aufpassen. Als zweites. Kann ich mir den. Ja, den kann ich auch noch aufstellen. Zweites schicke ich mal einen Sensenmann in den Kampf. Aber das ist jetzt der letzte Sensenmann, den du haben darfst, oder? Du hast jetzt eigentlich 5, oder nicht? Nee, es ist nach Typ. Ah, okay, verstehe. Ich darf maximal 2 Fernkämpfer und maximal 4 Nahkämpfer haben. Ah. Das heißt, du hast noch jede Menge. Das macht echt so viel aus, ja. Sieht so geil aus. Du hast auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Okay, ja. Eine 6 und eine 4. Mach ihn platt. Hau den Sensenmann um. 6 und eine 3. Schon wieder ein Schaden. Wie können wir uns denn besser schützen? Wir müssen immer den Zauberer umzingeln. Ja, aber es ist schwierig mit den vielen Dingern. Das ist fast unmöglich. Bleiben noch 2. Das ist fast unmöglich. Bringen wir doch noch mal ein paar Skelette aufs Brett. Wofür habe ich die denn? Ich glaube, wir müssen mal ein paar Heldentaten raushauen. Der hier verteidigt mal die Tür. Und greift den Barbaren an. Hm. 2, 4. Hast du noch einen Würfel? Ja. Ja, jetzt müssen wir uns echt mal was einfallen lassen. Ach du meine Güte. Ein Treffer. Aber das reicht, damit du einen Treffer bekommst. Hm. Ich ziehe auf und ihr seid dran. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal ordentlich was machen. Sonst sehen wir kein Land mehr. Mein Rosten ist wieder da. Ich komme mit dem mal auch hier runter. Ja, jetzt warte mal. Lass uns mal die Viecher hier platt machen. Wir müssen die jetzt alle mal platt. Vor allem müssen wir sie mal richtig platt machen. Das hätte man, glaube ich. Ich dachte, man kann die immer nur zu den. Nee, wenn wir mehr als 2 Schaden machen, dann ist er weg. Ah, verstehe. Ja. Das habe ich gar nicht gecheckt. Okay. Genau. Pass hast auf. Hast du denn pass Zauberer, auf. Mit denen du viele Schaden machen kannst? Ja. Also, ich mache mal Folgendes. Ich mache mal wieder Rosten, in dem Fall aber gegen den Sensenmann. Mhm. Ja. Und dann, weil ich mache jetzt endlich mal, check ich es mal, mache mal einen zweiten kleinen Zauber, hier den Flammenstoß. Und ich werde ein Energiekristall der Stufe 2 benutzen, damit ich 2 zusätzliche Würfel werfen kann. Ich darf hier 1 weniger würfen, also habe ich jetzt immerhin 3 statt 4. Ja. Wirke ein Zauber und höhere Stufe als deiner. Lade einen Zauber auf, indem du ihn um 90 Grad. Und du kannst direkt einen Zauber aufladen. Ja, aber ich mache jetzt aber 2 zusätzlichen Würfel. Hm? Ah, okay. Auf eine Verunstellung. Eigentlich hätte ich nur einen Würfel, weil ich ja verletzt bin. Jetzt habe ich aber immerhin 3. Gegen den, der eine Rüstung weniger hat. Das heißt, er hat jetzt nur noch Rüstung 1. Ja.
zwei Dreien. Ein Treffer, den interessiert ihn nicht. Gut, egal. Der ist durch. Und dann würde ich aber sagen, okay. Guck mal, aber ich könnte mich jetzt mit dem Elf doch dahin bewegen. Reicht das, um den per Fernkampf anzugreifen? Ja, das reicht. Das reicht. Soll ich das mal machen? Das könntest du machen, dann könnte ich mich mit ihm hier so nach vorne. Das ist gut, ja. Okay, dann mach das. Also 1, 2, 3, 4 vielleicht sowas. Nee, ich will nicht im Rücken von dem, ich will dahin. So, okay. Ja, das ist eine gute Idee. Genau, und dann killst du den mal ordentlich mit dem. Der hat 4. 5 und 6 und... Ja, das sind 3 Treffer. 6, 5, 3, das ist sogar nicht schlecht. 3 Treffer. Gegen 4, 2 sind 3 Treffer, damit ist er zerstört. Sehr gut. So muss man das nämlich machen. Okay. Endlich mal ein gescheiter Wurf. Und jetzt komme ich, und jetzt pass auf, ich werde mich jetzt zwischen den Stellen 1, 2, 3, 4... Nee, 4, 5, sowas kann ich ja machen. Mhm. Damit der mal ein bisschen geschützt ist, mein Zauber, der nämlich nur noch 2 Leben hat und dann tot ist. Ich wollte es nur mal sagen, ja. Und jetzt werde ich hier auch mal, soll ich einfach den Kampf, kann ich ja mal einen Kampf dran nehmen, damit der wirklich, wir müssen die halt auch zerstören, damit die wechseln. Ja, finde ich auch, mach mal. Ja, ich meine, wir brauchen das vielleicht auch dafür, aber dann nehmen wir dann die Heldentaten und Scherze. Ich werde diesen Kampftrank jetzt nehmen. Nützt nichts, wenn du den Trank hast und dass der gute Rode in Tod ist. Genau. Habe ich 6 Würfel? Hier. Da geht jede Menge durch. So viel kannst du gar nicht verteidigen. 5 Treffer. 4 Treffer. 4 Treffer. So. Und jetzt bist nur noch du dran, du machst jetzt den platt. Kannst du mir nicht übrigens, den Kampfrausch, hast du den eigentlich jemals benutzt? Das stimmt. Den hast du eigentlich da dauerhaft. Ne? Also du musst noch ein bisschen noch ein Anfängerbarbar. Dann darfst du den neu würfeln. Stimmt. Ja, also jetzt aber. Ich möchte auch kurz darauf hinweisen, dass hier in diesem Stapel noch 2 Karten liegen. Was passiert denn? Und das ist die Zeit, die abläuft. Also ihr solltet euch ranhalten. Das ist fast unmöglich zu schaffen. Naja, wir sind Anfänger. Ja. Man muss es sagen, es ist ja, soll ja auch einen gewissen Widerspielreiz haben. 6, 2. Aber du hast auch noch die 4 gehabt. Ach, und ich kann ja noch einen neu würfeln. Mit dem Würfel, den ich nicht durchkomme, doch, oder? Immer wenn du einen, darfst du einen Würfel, der die Rüstung des Verteidigers... Oder? Ja. Das ja. kann ich immer machen, das ist ja keine kostenlose Aktion. Aber nur ein. Ein Würfel, der nicht durchkommt. 5. Damit hast du ihn gerade so zerstört. Sonst wäre er nur ein Knochenhaufen geworden. Trotzdem, wir nennen es... Ach so, aber quasi nicht, wenn er leer ist, wenn du keine Karten mehr hast, ist vorbei, oder? Ich glaube, ja. Das ist gut. Okay, das war aber jetzt zumindest mal ein Zug, der ein bisschen besser gelaufen ist. Ja. Jetzt habe ich auch zum ersten Mal gecheckt, dass man die töten kann. Ich habe es immer nur verstanden, dass die immer wieder zu den Knochenrüstungen Matsch rein werden. Du musst halt nur ordentlich... Richtig feste draufhauen, verstehe. Ja. Damit bist du wieder dran. Tja. Der Herr Overlord. Der weiß gar nicht, was er machen soll, weil er schon total gut aufgestellt ist. Ja, wohl. Die beiden, ne? Ja, die ignorieren wir einfach. Ich spiele mal eine Verzögerung. Das heißt, wir müssen jetzt innerhalb von... Dafür darf ich eine neue Karte ziehen. In der nächsten Runde müssen wir da oben durch die Tür kommen. Nein, wenn er keine Karten mehr hat. Na, okay. Das heißt, wir haben noch 4 Runden Zeit. Und dann habe ich meine 2 Befehle. Nicht so stark eigentlich, wa? Könnte man fast schnell durchlaufen. Wenn ich mit dem Elf dahin laufe und dann mal drauf schieße. Und jetzt muss ich einmal kurz nachdenken. Wie schnell bist du? 7? Ich versuche es einfach mal. Ich versuche mich... zu lösen von dem Elf. Ja, also er versucht jetzt abzuhauen, das bedeutet, du kannst ihn hauen mit 3 Kampfwürfeln. Ja. Wer ist denn zuerst dran, ich oder du? Das du, ist gar nicht, du greifst mich an. Du kriegst einfach nur einen Angriff. Einmal kostenlos. Mit den 3, wa? Ja. Das hat quasi nichts, er kann da gar nichts machen. Er will einfach nur abhauen. Versucht immer noch den Zauber 6, 4. Zu killen. 6, 5. Oh. Das heißt, ich kann mich bewegen. Hier und hier darf ich zwar nicht hin, weil das vor dir ist. Aber da darf ich hin, das ist nämlich hinter dir. Und dann greife ich dich an. 6 und 3. Da gilt auch mein normaler Kampf, oder? Aber guck mal hier. Ist das hier? Ah, nur mit einer 6, weil dein Rüstungswert ist 3. Der ist dadurch um 1 erhöht. Also ein Treffer und du hast 3 Würfel zum Verteidigen. Das reicht leider nicht aus.
Ein aber Geschenk ist ja okay. Von mir. Aber das ist echt, ne, dadurch natürlich dieses Zeitlimit, das haben wir natürlich völlig falsch gemacht. Wir hätten hier mit dem hier haben wir so ein bisschen rumgespielt, den hätten wir völlig ignorieren müssen. Ja. Ja. Das ist natürlich. Man lernt. Man lernt, ja. Man lernt. Gut. Und auch den Kampfrausch zu vergessen. Du bist fertig, oder? Ja, ich ziehe eine Karte am Ende meines Zuges. Das ist eine gute Tradition, dass in den Let's Plays, bei denen ich dabei bin, ich auch gewinne. Ja, 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 genau. Das stimmt tatsächlich. Ja, aber was nicht heißt, dass wir irgendwann mal diesen Overlord besiegen. So, okay. Ich würde einfach sagen, ja, wir müssen jetzt draufgehen. Wir müssen jetzt Risiko. Das finde ich gut. Ja. Auch wenn du deine Wortwahl vielleicht noch bereuen wirst. Ja, also draufgehen meine ich nicht mit draufgehen, sondern draufgehen, ja, auf die Monster. Ich würde sagen, zum Angriff. Ich würde sagen, dieses, weil das dauert zwei Jahre, das aufzumachen. Du machst jetzt diese Tür auf und dann rennst du einfach los. Ist die Frage, ob wir diese tolle Truhe nicht trotzdem aufmachen sollen. Können wir immer noch machen. Naja, losrennen, ich habe 7 Dinger, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 2 Runden brauche ich dahin. Ja, aber du machst es einfach. Wenn ich jetzt die Tür aufkriege. Und oder du machst es sogar, du könntest es natürlich so machen, du kriegst jetzt. Ja, ach, mach es. Mach doch, du machst es und dann rennen alle. Erstmal muss ich die Tür aufkriegen. Das ist nämlich das erste große Hindernis hier. Aber jetzt kannst du auch hier, kannst du doch Kampfrausch machen. Oh, nee, Nahkampfangriff, das gilt nicht. Ja. Okay, das sind 3 Treffer. Aber ist das nicht ein Nahkampfangriff, eine Tür aufmachen? Nee, das ist Tür aufbrechen. Ja, okay. Das ist kein Kampf. Ja, 3 Treffer ist gar nicht schlecht. Da muss die Tür schon gut würfeln. Nee, diesmal gibt sie nach. Sehr gut. Ja, und jetzt. Ja, vielleicht sollten wir. 7. Du rennst einfach 1, wirklich. 2, 3, 4. Du hast dich schon bewegt. Nee, nein, habe ich nicht. Doch, du bewegst dich erst, dann machst du deine Aktion. Stimmt, richtig. Richtig. Ja. Du kannst dich von mir aus vorher noch aus aber dem Weg bewegen. Aber das ist ja kein haben. Kämpfen, das ist ja eine. Stimmt, ja, das ist eine Aktion. Ja, das ist eine Aktion. Ja, du machst wenigstens, dass du das wieder Wahnsinn, durchkommst. Ja. So. Ja, sowas, ne? Dann wieder da durchkommen wenigstens. Da haben wir nicht drüber nachgedacht. Mhm. Okay, dann lass mal überlegen, was ich jetzt machen soll. Genau, meine Sachen sind wieder aktiv. Du hast nichts, um dich schneller zu machen, oder? Wie bitte? Du hast nichts, um dich schneller zu machen? Nee, das habe ich nicht. Ich könnte aber jemanden festhalten zum Beispiel. Ich könnte versuchen, zum Beispiel den... Das wäre eine ganz interessante Idee. Ich könnte, sagen wir mal, 1, 2, 3... Ist die Truhe aufmachen eine Aktion? Die Truhe ist mit einem Siegel geschützt. Deswegen will er den Zauberer platt machen, dass wir die Truhe nicht öffnen können. Meine eigentliche Idee war, dass ich mit dem Zauberer den hier festhalte. Ja. Ja. Wenn er das macht, kann er aber eine Truhe nicht öffnen. Also ich finde Truhe öffnen und zu der Tür kommen irgendwie gerade cooler. Ja. Ja. Außerdem, wer hat ja 4? 1, 2, 3, 4. Der kommt auch jetzt nicht daran. Ja. Aber gut, warte, wie viel habe ich dann? Naja, hier sind halt 3 andere, wenn die nicht angreifen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich könnte mich hierhin platzieren. Guck mal, und dann hast du nachher 3 potenzielle Gegner, dann bist du wahrscheinlich tot. Aber ich kann den ja, den kann ich auch noch. 1, 2, der kann ja hier zum. Mhm. Genau, so mache ich es. 1, 2, 3, 4. Kann ich mich, wenn ich hier bin, nach da bewegen? Nein, weil du dann vor dem stehst. 2, 3, 4, 5, 6, so könnte ich mir überlegen. Ja. Aber ich weiß nicht. Wie können sich die eigentlich bewegen? Die Skelettkrieger haben eine Geschwindigkeit von 4. Okay. Pass mal auf, wie ich es mache. Ja? Ich bewege jetzt den und mache jetzt hier. Ja, leider. Da komme ich nicht durch. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Dann muss ich zuerst gehen. Nee, er muss zuerst gehen. Ja. Warte mal kurz, mal noch zu überlegen. 1. Ach, warte mal. Siegel brechen. Ist ja, da braucht er keine Sichtlinie. Und, ach nee, aber benachbart muss er sein. Ah doch, aber warte mal. Er kann 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen, theoretisch. Ist er nicht da auch schon benachbart? Ja, da schon, aber da muss der hier, der muss der, das braucht der, das Feld braucht der, um hier hinzukommen. Weil, ich habe nämlich eine wirklich interessante Idee. Das mache ich jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und mach Siegelbrechen gegen. Geht das rückwärts? Nee. Ja, benachbart. Benachbart. Ja, benachbart. Okay. Mach Siegelbrechen gegen das hier. In der Truhe findet ihr. Oh, wir finden sofort was. Ja. Einen Heiltrank und einen Kampftrank. Oh, her mit dem Heiltrank. Warte, was macht der Heiltrank? Was macht der Heiltrank? Dieser Gegenstand. Eine Wunde! Ja, aber dann trotzdem, oder? Eine Wunde ist eine Wunde. Also, oder, ja? Entweder oder. Beides. Ihr kriegt beides. Ihr kriegt beide. Ah, perfekt.
Ihr könnt auch eins in der Truhe liegen lassen. Ich bin nein, nicht so. Nein, nein. Aber dann würde ich sagen, den Heiltrank benutzen. Den kann ich aber auch direkt als Reaktion. Genau, in deinem Zug. Ja, das kann ich immer machen. Oder? Das ist egal. Und jetzt, ich hab nämlich noch was. Ich kann, das ist nämlich ein kleiner Zauber. Ich kann noch mal einen kleinen Zauber machen. Und, kannst du hier einen nicht davon festhalten? Ja, das bringt nichts. Ich wollte jetzt mit dem hier meine Heldentat machen, um wenigstens den da hier, die beiden hier zu blockieren. Ich könnte natürlich auch Rosten machen oder ich versuche einfach einen schon zu töten. Ich probiere es einfach. Ich benutze den Energiekristall Stärke 3. Ja, werfe ich 3 zusätzliche Würfel. Flammenstoß. Das heißt, ich habe 4 Würfel statt 5, weil ich bin ja verletzt. Mhm. Und das mache ich gegen den hier. Oder gegen den, gegen den Skelett. Gegen das Skelett. 4, ne? 4 habe ich. Wohl, ach, nee, komm. Ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich noch stärker, oder? Der hat so ein Schild und alles. Das war mal ein Zwerg. Ja, also. Ich werde gegen den kämpfen. Der hat wahrscheinlich voll die krasse Verteidigung. Finde ich richtig. Ich werde gegen den kämpfen. Ja, sehr gut. 2 Sechsen, eine 5. Sehr gut, der beste. Und eine 3. Und eine 3, richtig. Sehr gut. Sehr gut. Richtig getötet. Sehr gut, das heißt, der ist fertig. Und jetzt kommt die Truhe eigentlich jetzt weg, weil die leer ist, oder? Die ist ja. Offen. Aber ich spiele eine Unterbrechung. Was? Du darfst zwischen 2 Heldenzügen einen Befehl erteilen. Oh, ne. Jetzt hatte ich mich so gut darauf vorbereitet, um jetzt da kommt dieser Zombie ins Spiel. Ihr habt euch gefragt, warum hat er sich dort positioniert? Er hört jetzt Geräusche. Läuft nach hier und greift dich an. Jetzt blockiert er uns. Mein Zauberer ist verloren. Olaf, verteidige dich. Olaf. Tada! Wir sind gegen so ein Pupsmonster da, ein Pupszombie. 6, 6, 6. Haha! So ein Angriffswürfel sollte ich mal würfeln, nicht so ein Verteidigungswurf. Dann hat dieser Angriff leider nicht geklappt, aber... Jetzt bin ich dran. Ja, pass auf, dann machen wir es aber jetzt so. Jetzt musst du ihn umhauen. Nee, der hat die Tür aufgemacht, der darf nicht. Ich kann mit ihm jetzt noch laufen und ich muss da weg, sonst greift er mich an. Wenn du dich wegbewegst, darf ich dich einmal angreifen. Ja, das würde ich aber trotzdem machen. Pass mal auf, du musst jetzt hier hin, du musst den hier umhauen, damit ich hier durchlaufen kann, um ihn zu retten. Ja? Also, lauf hier weg. Du kriegst, der darf mal einmal hauen. Da musst nicht du würfeln, sondern er. Ja, ja, ich bereite mich nur schon mal sehr vor. Auf Wiedersehen. Oh, oh. Aber du hast 3. Eine 6 und eine 5. Ja. Gegen eine 6 und eine 2. Du bist verletzt. Nein! Na toll. Aber ich kann dir den Heiltrank gleich mal geben. 2, 3, 4, 5, 6. So, dass du ihn treffen kannst. Ja, das kannst du fast von überall. Du musst dich mit dem bewegen, oder? Ja, ich werde dann gleich weglaufen da. Ja, das heißt aber, ich bleib da stehen, weil du bist ja, ja. So. Und jetzt hast du irgendwas, kannst du irgendwas, damit du mehr irgendwie... Nee, kannst du nicht. Nee, ich hab nichts. Ich will ja schon... Du könntest im Endeffekt das hier machen. Dann könntest, aber das musst du einfach... Jetzt hast du nur noch 3 Würfel. Eieiei. Ja, ist halt so. Ist so. Kann man nichts machen. Du kannst mir keine von deinen Zaubern abgeben? Nee, den Kampftrank oder so? Nein. Ach, der ist da oben, ne? Ja. Hm. Aus dem Nahkampfangriff. Dann nehme ich jetzt mal den Kampfwürfel. Du hast jetzt schon wieder... Ja, okay. Ja, mach ruhig. Ich hab's gefunden. Kannst schon mal würfeln. So. Das ist aber von Dramatik nicht zu überbieten. 4. 4 und 3. Das ist ein Quatsch, weil der braucht doch 3, um überhaupt, damit irgendwas passiert. So ein Zombie. Ja! 2 und 2. 2 Treffer gehen durch. Passiert nichts. Kein Effekt. Hab's dir doch gesagt. Na gut, dann ist es halt so, wir können nichts dran ändern. Wir müssen halt jetzt einfach, ich muss halt mit dem Typen jetzt umhauen. Der wird wieder seinen Kampftrank hier trinken. In höchster Verzweiflung. Und hat jetzt hat 2 extra, ne? Ja. 6. Und damit wenigstens da der Weg frei ist. 5 Treffer. Das sieht gut aus. Keiner verteidigt. Zerstört. Aber mein lieber Zombie, du hast deinen Zweck erfüllt. Ja, leider. Wir sind durch, hä? Das war's, der war. Der Zweck war uns aufzuhalten, meinst du, oder wie? Ja, ja.
Also ich weiß nicht, ob diese Truhe sich gelohnt hat. Aber wir wollten unbedingt wissen, was drin ist. Ja, finde ich super. Da läuft schon der Schatztruhe vorbei. Und weil ihr gerade so viele meiner Mann getötet habt, spiele ich jetzt die Toten erwecken. Ich darf zusätzlich zu den üblichen Befehlen 3 Knochenhaufen erwecken. Irgendwie sind die ziemlich overpowered, Digga. Und hier, finde ich, steht einer sehr gut. Ich werde es heldenhaft verteidigen. Wir hatten uns echt nicht so lange mit dem Vieh aufhalten. Ja, das hat uns so gereizt, irritiert. Ja, weil der so gut aussah. Ja, voll. Wir wollten Ruhm und Ehre erlangen. Wir wollten einfach wissen, wie viel Verteidigungswürfel er hat. Und das hat uns alles gekostet. Wir hätten klug sein sollen, einfach drüber rumlaufen sollen. Ja. Ja, zumindest gibt es jetzt keine Knochenhaufen mehr. Nur einen. Ja, da oben noch, ja. Das ist die einzige positive Nachricht. Es gibt nur noch einen Knochenhaufen. Und der Skelettkrieger würde sich gerne vom Magier lösen. Lösen? Ja, das heißt... Darfst du denn dahin nachher? Ich darf einen Kampf nein, werfen. Ich darf nicht nach da... Ah, Moment, ich darf gar nicht da weg. Fällt mir gerade auf. Richtig, ja. Dann will ich einfach angreifen. Es hätte da darfst du auch nicht hin? Ich darf nicht, weil das Feld blockiert ist, darf ich nicht diagonal gehen. Ah, ja, okay. Das ist etwas anders als bei den meisten anderen Dungeon-Crawlern. Ja, hier ist ziemlich viel blockierte Felder. Da muss man taktisch gut aufgestellt sein. Das macht aber auch einen gewissen Reiz an dem Spiel aus, muss ich sagen. Also, gerade dadurch kann man dann eben so ein bisschen blockieren. Ja. Dann... Da ist man natürlich, wenn man Anfänger ist, noch ein bisschen, muss man noch ein bisschen üben. Okay. Dann fange ich mal mit ihm an und er greift den Magier an. Und was kann der so? Er hat erst einmal 4 Würfel. Mhm. Ah, Moment mal, heißt es auch, dass ich einen Kampfwürfel weniger bei der Verteidigung werfe? Das ist eine interessante Frage. Werfen im Kampf einen Würfel weniger? Ja. Das ist keine gute Nachricht. 3 Treffer, weniger als 3 verteidigt. Ich glaube, mein Zauber wird einen ruhmvollen Tod sterben. Aber er hat die Truhe geöffnet. Aber leider war nicht das legendäre Drachentöterschwert drin, sondern nur ein Heiltrank. Ah, den trinke ich übrigens jetzt gleich. Aber, weil vielleicht habe ich ja doch noch eine Chance. Na gut, dann aktiviere ich als nächstes noch den Troll. Hätte ich auch hier meinen... Und er dreht sich. 1, 2, 3, 4. Naja, er kommt jetzt. Aber wir haben eine Antwort. Und kannst du noch was machen? Nee, ne? Nein, das war's. Ha! Ich lebe noch! So, jetzt pass auf. Rennen zur Tür da oben. Na gut, der kann sich eh nicht so richtig lösen. Aber jetzt könnte ich... Also, es gibt 2 Möglichkeiten. Warum kann er sich nicht lösen? Na, dann kriegt er wieder einen ab und dann ist er fast leicht. Tot. 2. Ach, die beiden greifen ihn an, weil die beide auf ihn drauf gucken. Ja. Passuf. Also erstmal habe ich jetzt übrigens... Ihn das habe ich nur. Nein. Ich habe, ich könnte jetzt erstmal... Wir müssen auf jeden Fall den hier müssen wir jetzt aufhalten. Ja, damit wir da vorbeikommen. Ja, das machen wir ja auch. Guck mal, ich könnte doch mit dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laufen. Ja. Die Frage ist halt... Ist doch super. Genau. Okay, du läufst durch. Er bleibt zurück, weil er wird nachher den auch aufhalten. Oder er kommt mit mir und stellt sich so hin, damit dann wir 2 gegen die sind und wir Rücken an Rücken stehen und er mich nicht in den Rücken angreift. Und dann also, du meinst einfach den Zauberer einfach zurücklassen. Naja, wir müssen durch die Türen. Wir haben noch wie viel? 2? Eine Runde? 2 Runden? Und jetzt sich noch mit dem Vieh anzulegen. Ja, du hast recht. Okay, alles klar. Pass auf, dann machen wir es so. Er hier bleibt, weil er will auch nichts. Aber was er macht ist, er macht Füße aus Stein. Ja, das ist ein großer Zauber, wird so komplett umgedreht. Stimmt es auch? Große Reichweite, das passt. Und damit, gegen den Troll natürlich, Ziel kann sich für den Rest der Runde nicht bewegen und hält -1 auf alle Angriffs- und Verteidigungswürfel. Macht das nicht Sinn bei einem von denen hier, dass die dich nicht vielleicht töten? Nee, das macht Sinn mit dem, weil sonst rennt er doch uns hinterher. Der rennt doch hier durch. Aber der rennt 1, 2, 3, 4. Ja, und das kann er dann nicht, dann kann er uns nicht erreichen. Schisse? Ist halt die Frage, ob ihm das hilft, wenn wir vielleicht. Das Problem ist, wenn der hier steht, haben wir verloren. Weil wir werden ihn nicht mehr umbringen. Mhm. Und den haben wir hier müssen wir erstmal dran vorbei. Kannst du den laufen mit dem Krieger? Kannst du 6 laufen? So, 1, das 2, war jetzt schon mal 3, sein 4, Zug, der 5, ist schon mal 6. durch. Ja. Ich würde versuchen, ihn hierhin zu positionieren, weil er kann zur Not auch sein, er kann sein Dings da, dann heldenhaft, keiner kann vorbei und so weiter. Okay, dann fang du an. Ja. Nee, aber ich kann einen weiter laufen als du, weil ich kann 7 laufen. Ich könnte genau, mich vor das dir heißt, stellen. Stell du dich hier vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du machst es auch wenigstens so, dass du irgendwie ihn umbringen kannst, noch wenigstens. Ja, hier. Den da. Genau. Ja, okay, gut.
Bring den mal um. 3, 4, 5. Eigentlich kannst du nochmal würfeln, wenn er nicht durchgeht. Mhm. Ja, der Zweier geht durch. Der Zweier geht durch? Mhm. Das ist ein Zombie, die haben nur eine Verteidigung für uns. Aber du brauchst halt 3 Treffer. Das sieht doch gut aus. Aber er braucht 3, ne? Genau, sehr aber gut. Der Zweier geht gegen den Sechser, der Fünfer gegen den Einer. Sehr gut. So freut mich das. Okay, das war dein Barbar. Jetzt kommt mein Zwerg. Hm, genau, und der macht quasi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, dann würde er aber auch einen Passierschlag kriegen. Ja. War er hier, ja, ne? Ich glaube, der war da, oder? Er hat aber in die andere Richtung geguckt. Ja, das ist ja egal. Also er stand da zur Verteidigung gegen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. 4? Nee, eben nicht da, da kann ich nicht, ja. 4, 5, 6, der kann halt leider nicht kämpfen. Aber ist halt so. Der ist halt langsam, das ist ein Zwerg. Du hast auch keinen schneller. Nein, ich könnte hier... Ja. Ah, dann hätte ich einen weniger weit gehen sollen, oder? Damit der nicht jetzt bei dem Beil jetzt den Rücken frei hat. Nein, das ist alles okay. Der kann sich nicht bewegen. Ja. Und der hier guckt noch da. Das heißt, wenn ich dieses Feld betrete, kann ich nicht weiterlaufen. Ja, okay. Das ist schon außerdem gut. Ist es sowieso ein Fernkämpfer. So, das heißt, der ist auch durch. Und jetzt kommst du. Und ich würde ja sagen, versuch den platt zu machen. Oder den. Aber das schaffst du wahrscheinlich nicht. Du bist nämlich auch verletzt. Ja. Ah, übrigens, genau. Wie kann ich eigentlich meine Tränke auch jemand geben? Ja, immer wenn du dich bewegst, kannst du Leuten, an denen du vorbeikommst, etwas geben. Ah, ja, okay, aber ich habe das eh getrunken, jetzt schon, ist egal. Los, also das heißt, geh auch mal dahin. Versuch du auch hier hinzukommen, damit du nicht von dem abgeschnitten wirst. Wenn ich den da töte, wenn ich das einen töte, dann bleibt der im Leben. Ja, aber das ist. Ja, aber das macht gar keinen Sinn. Wände, weil wir müssen jetzt versuchen, die noch Platz zu machen. Und hier sehe ich den, das heißt, ja, da müsste den könntest du sehen. Bis dahin stellen ungefähr, ja. Aber ich würde halt versuchen, hier durchlauf mal so weit du aber kann. Wenn ich mich dahin stelle, bewegt der sich eins. Ist der jetzt blockiert? Der kann sich nicht blockiert. Bewegen, ja. Der kann wenigstens keine Aktion durchführen. Der müsste sich lösen auch, wa? 1, 2, 3, 4. Nee, er kann sich nur nicht bewegen, er kann angreifen. Du darfst also nicht neben ihm stehen, dass er dich angreift. Wie viel? Aber du hast doch 8, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, du kommst hier nicht durch, ne? Ich will mich auch nicht so nah dran bewegen. Ich habe ja, und da ist eine Wand, da kann ich nicht durchschießen. Ja. Nee, gut, dann bewegt sich also halt hier. Irgendwie hier hin. Er kann sich nicht bewegen, ist okay. 1, 2, 3, 4, hier müsste reichen. Ja, kannst du aber auch einen weiter vor. Ja. Macht das Sinn? Ja, ja, mach noch einen. Warum? Dann hast du bis zu eins näher dran. Also eins näher dran. Der kann sich nicht bewegen. Es sieht gruselig aus, aber es ist nicht so schlimm. Also er tobt mit diesem Stein, aber er kommt gerade so nicht heran. Also du greifst an, du hast leider nur noch 3, weil du verletzt bist. Sechs. Na, vielleicht wird es einen Knochen auf, wenn du Glück hast. Ein Treffer, das macht gar nichts. Das Problem ist aber, die gute Nachricht ist, dass auch das sieht zwar so gefährlich aus, ist mir jetzt auch erst klar, wir hätten diese Türen schon einfach aufmachen können. Er hat ja auch nicht so viele Aktivierungen. Da stehen zwar viele Leute rum, aber es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Aber er hat halt immer dieses plus 1, plus 3 Aktivierung für irgendwas, oder? Aber er hat seine große Karte jetzt schon so leichtfertig. Leichtfertig. Mhm. Ich bin da durchaus zufrieden. Wer weiß, was da noch so passiert. Oh, Mist, Mist, Mist. Ja, dieses Zeitlimit ist auch, das sowas gab es bei HeroQuest auch nicht. Da konntest du spielen, wie du wolltest, ganz in Ruhe alles angucken, irgendwelche Fallen entschärfen. Ja, wenn er jetzt so clever ist, stellt er halt den da hin, dann müssen wir den besiegen, haben uns aber selber den Weg blockiert und dann kommen wir gar nicht durch, oder? In etwa so. Also, der hier bewacht tatsächlich einfach mal die Tür. Und der hier... Du aktivierst 2 Leute, ja. Genau, schießt dann auf den Barbaren. Reichweite reicht. Können doch da beide stehen. Ja. Ja, das wird halt trotzdem nicht reichen. Von der Zeit her. Okay. Eine 5 und eine 4. Dann würfel mal als 5. Das verteidigst du. Das war's. Dann seid ihr dran. Ich würde jetzt mit dem Zauberer dahin gehen, auf den schießen. Und du kannst mit dem Magier da fast vielleicht weglaufen. Ich würde auch und diesen Marker entfernen wir mal bitte. Ja, ja, ja. Ach so, das ist leider nämlich nicht mehr aktiv. Ich kann nämlich jetzt nicht... Ach so, ich könnte aber...
noch was machen, dass der uns nicht... Kannst du nochmal die Füße ausstreichen? Kriegst du den nee, wieder? Das krieg ich nicht, ja, den krieg ich nicht wieder. Aber ich könnte natürlich versuchen, mit dem Zwerg hier so meine heroische Tat zu machen. Nee, ich kann mit meinem Dings... Stopp! Lass zuerst den Zauberer dran. Ja. Okay. Und zwar, weglaufen bringt bei ihm nicht so viel, weil er kann eh nur... Man kriegt vielleicht, obwohl er kriegt dann 2 Schaden, dann ist er tot. Das wäre Quatsch. Ja? Er bleibt da einfach und macht jetzt aber seine Heldentat Fokus. Einmal pro Abenteuer darfst du 3 verschiedene große Zauber wirken, auch dann, wenn sie nicht aufgeladen sind. Ah. Ja, zack, da mache ich mich wieder Füße aus Stein. Wieder gegen den. Ja? Und jetzt kann ich auch noch eine große, mache ich noch die große Feuermagie. Energiekristall wird eingesetzt. Das heißt, ich habe 5 Würfel. Mal gegen den da einfach. Vielleicht kann ich ja einfach noch einen. Ja. Und das da muss man halt, das habe ich jetzt halt benutzt. Meine große Heldentat, Fokus. Das sieht doch auch gut aus hier gegen den. Eine wahre Heldentat, mein Lieber. Ja, der ist weg. Und genau, das heißt, das war jetzt aber halt sein Zug. Und dadurch kann nämlich er, also das heißt, du solltest jetzt auch versuchen. Ich gehe jetzt hier hin genau, und schieß auf ihn, genau. Also und dann nehme ich meine Heldentat und darf 3 Fernkampfangriffe. Das kannst du aber nicht. Du kannst hier nicht. Du wirst hier wieder gehauen. Oder? Ja. Dann also du sagen, kannst schon, aber... Dann wirst du halt gehauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das geht doch. Und dann schießt... Ach so, dann schießt du so, ja. Kann ich da schießen? Kann ja. ich doch, oder? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ja, schieß. Und dann könnte ich ja eigentlich auch meinen Dings hier nehmen ja. und dreimal Heldentat. Angreifen. Dreimal angreifen. Jetzt ist die Zeit für Heldentaten, wenn nicht jetzt. Kurz vor Schluss. Und ich krieg. Du kannst nicht. Hast du irgendwas, um mich noch zu heilen? Bin nee, ich vorbeigelaufen? Heiltrank habe ich, nein. Da hätte ich wieder 4 Würfel. Ah, nicht an mir vorbeigelaufen. Ich hätte an dir vorbeilaufen müssen. Ach so, okay. Nee, das geht in beide Richtungen. Ah, okay. Im Vorbeirennen sich schnell einen Trank zu schmeißen. Ja, das haben wir nicht ganz so. 4, 2, 1. Auf den Zwergenwiedergänger. Ja. Da, auf den da. Vor der Tür. Der hat was? Der hat Rüstung 3. Uiuiui. Fast so gut wie ich. Wirft 4 Würfel und verteidigt das damit problemlos. Ja, du hast 3, du schaffst es. 3 Sechsen, das schaffst du einmal. Einmal! Oh, sieht ja, doch nicht schlecht aus. Ja. 2 hat er, ist ihn durchgegangen. 5, 6. Ja. Ups. Das Problem ist nur, was passiert, wenn er nur einen Schaden macht. Vielleicht macht er wieder nichts. Passiert er wieder nichts. Die 6 gegen die 6. Die 5 gegen die 4 geht durch, ist ein Treffer, aber den steckt er einfach so weg. Nein. Letzter Versuch. Wir versuchen alles. Sieht schlecht aus. Das ist schlecht, das ist nur ein Treffer. Oder auch nicht. Na gut, die Heldentat hast du auch verbraucht, aber du hast es zumindest probiert. Ich meine, deine Heldentat ist nicht so sinnvoll. Nee, die macht doch nicht so Sinn gerade. Aber ich könnte mit dem einfach da trotzdem drauf zulaufen. Was ich machen könnte? Ich könnte mich ja noch da hinstellen gegen den kämpfen. Dann hast du 1, 2, 3, 4, 5. Die Frage ist, ist denn jetzt dann vorbei, wenn du dran warst? Nee, du hast noch 2. Nee, wir haben noch ein bisschen Zeit. Du könntest mit dem Magier dich da auch verpissen. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe doch zuerst gezaubert. Ach, du hast ja schon gezaubert. Komm, ich mache mit dem jetzt auch noch direkt hier, oder? Ja, du greifst einfach den Typen an. 1, 2 und dann drehe ich mich mal so um, dass es da keinen Rücken gibt. Und hab 5, 4, 5. Tada! 6, 4, 4. Und einen darfst du neu würfeln. Mhm. Ja, komm, du schaffst es. Oder auch nicht. Zwei 6. gehen durch. Damit wird er zu einem Knochenhaufen. Ja! Das ist ein gutes Zeichen. Ja, dann aber. Hast du ein Aber? Du siehst nach dem Aber aus. Spieler in Unterbrechung. Nach deinem Zug darf ich einen Befehl erteilen. Jetzt macht er den zu wieder zu. Beinahe, es sah so gut aus. Aber jetzt wird es ein kleinerer, guck mal. Ja, ja, der war aber nicht so mächtig. Klar, aber das Problem ist, jetzt, der ist noch dran hier. Der ist ja, aber den kriegt er gut platt. Na, dann renne ich jetzt dahin. Und hau drauf. 4 Kampfwürfel, der ist immerhin noch nicht verletzt. Ich habe leider keinen Kampfdrang mehr. Wir werden es schaffen, durch diese Tür zu kommen. Ich sehe es. Kann der eine Heldentat, die uns was nützt? Nee. Ja, aber das kann man, aber nur, das mache ich dann gegen den beim nächsten Mal.
kann ich irgendwie... Nein! Gut, okay. Komplett geblockt. Gut, es war ein Versuch wert. Und jetzt? Wir sind durch, wa? Wir sind durch, ja. Du bist dran. Gut. Ein Glück haben wir wenigstens ihn eingerostet wieder. Oder besser gesagt, Füße aus Stein. Das war gut. Dann aktiviere ich erstmal den hier. 1, 2, 3, 4. Und falle dem Barbaren in den Rücken. Wie, der steht doch jetzt zur Mauer mit dem Rücken. Nee, nee. Ist auch hinten, ist alles hinten. Aber der Schlag prallt von deiner Rüstung komplett ab. Das will ich auch hoffen. Der Skelettbogenschütze schießt dann auch noch mal auf die Waldläuferin. Warum nicht? Kann er bis dahin hier bei Ecke? Ja. Von da nach da, problemlos. Ach so, ich dachte, du meintest den ja, okay. Das sieht bitter aus. 3 habe ich, wa? Ja, die ist eh schon verwundet. Stimmt, sei nicht wurscht, oder? Sieht trotzdem bitter aus. 1 Schaden. Bitte sehr. Wir müssen durch diese Tür. Ihr seid dran. Nächste Runde. Ja, komm, du. Ich kann jetzt wieder schießen. Du siehst den nicht. Nee, siehst du nicht. Nee. Dann kämpfe ich mit dem gegen den oder sehe ich den auch nicht? Die beiden, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wieso nicht? Wir haben doch immer so im Eck gekämpft eigentlich, oder? Ja, aber das Feld ist nicht frei. Jetzt nicht mehr, von mir aus können wir, ich weiß es jetzt nicht genau, gehen wir mal davon aus, dass du... Aber dann greifst du doch ihn erst an. Nee, aber nee, das wäre schlecht. Ach, dann ist das Feld blockiert, oder? Ja. Ja, ja, du musst zuerst ihn umhauen. Du musst ihn einfach umhauen, dann kann ich die Türe versuchen. Und jetzt halt die Frage, ob das geht, weil ob dieses Feld blockiert ist. Das wäre jetzt die Frage. Nee, das ist, finde ich, das ist diagonal. Das würde ich sagen, ist okay. Ja, weil er da steht, ob dann das Diagonal-Ding nicht gilt, weil dann das Feld blockiert ist. Es gilt bei Bewegung nicht. Ob es für Angriffe nicht gilt. Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also greif an. Nee, ich glaube nicht. Dann habe ich 5. Aber wie gesagt, es kann durchaus sein, dass wir die eine oder andere Sache nicht ganz exakt machen. Es sind noch ein paar Regeln, gerade diese Bewegungen sind. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, haben wir ziemlich... Schreibt es in die Kommentare. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, haben wir ein ziemliches Problem, ne? Ja, dann haben wir, glaube ich, verloren. Also solltest du es schaffen. Also kein Druck, aber... Tada! Sieht doch cool aus. Vor allem kannst du den nochmal würfeln. Das ist doch sehr gut. Hinweg. Das war's mit ihm. Marschier durch, öffne die Tür. Ja, genau. Ich muss es jetzt einfach nur schaffen. Ja. Der alles entscheidende Wurf. Sieg oder Untergang. Siege den Fluch des Overlords hier. Also ich bin sehr stolz auf uns. Nach einem verhaltenen und vielleicht etwas naiven Beginn haben wir doch noch unsere heldenhafte Seite entdeckt. Auch selbst wenn es jetzt vielleicht am Würfelwurf scheitert. Oh, aber guck mal. 2 Sechsen. 2 Sechsen, er hat nur 3. Aber die Türen haben sich in diesem Verlies als sehr widerstandsfähig erwiesen. Ja, das stimmt, ja. Das ist richtig. 1 Sechs und 1 5, das reicht. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Und jetzt, was ist jetzt? Ja, jetzt könnt ihr tiefer in das Verlies hinvordringen. Aber das überlassen wir, glaube ich, einfach euch, wenn ihr das Ganze mal spielt. Ja. Und ja, dann selbst sehen. Also wir haben es wirklich im letzten Moment haben wir es noch geschafft. Und ich hätte es wirklich auch nicht gedacht. Das und es war nur, weil mein Zauberer gerade noch so überlebt hat. Also seine Strategie war schon richtig, die Zielrichtung war genau richtig. Er wusste, wenn er den Zauberer aus dem Weg räumt, dann hätten wir ihn nicht aufhalten können. Gut, ich hätte mit meinem Zwerg hier einmal heldenhaft hier, keiner kann vorbei. Aber dann hätte er uns gefehlt, um die Tür aufzumachen. Also Das war schon ziemlich gut, dem hier Steine anzulegen. Wir haben es gerade noch so in der letzten Runde. Ja, ziemlich cool. Das war in die Tiefe. Ja. Genau. In die Tiefe von... Genau, da geht es in die Tiefe. Jetzt genau, geht es weiter in die Tiefe. ich muss sagen, ich weiß gar nicht von auswendig, wie viele Szenarien drin sind, aber ich glaube, es sind eine ganze Menge. Ja, also allein jetzt hier in dem Buch, wir waren es bei Abenteuer 2 und es gibt irgendwie am Anfang noch 2 Einführungsszenarien und dann am Ende geht es bis Abenteuer 8. Und ich glaube, es gab in dem dickeren Buch dann auch noch alle möglichen weiteren. Also schon eine Menge Stuff drin. Ich muss auch sagen,
Es ist definitiv, was so das Taktische und die Optionen geht, auch was der Overlord machen kann. Ich weiß, dazu kannst du vielleicht noch was sagen, aber ich finde, da kann man viel machen. Das also ist Spaß. Also gerade auch mit den Karten hat man dann eben so Überlegungen wie, wann spiele ich die Karte, um irgendwie die Skelette in den Rücken fallen zu lassen oder um mehrere auf einmal aufstehen zu lassen. Ist auch ein Glücksfaktor drin, also die Karten, die ich hier in dem Deck hatte, sind jetzt nicht alle Karten zur Verfügung stehen, sondern es wird am Anfang zufällig gezogen, welche ich überhaupt im Deck habe. Und deswegen hat man auch als Overlord dann immer mal wieder was Neues. Ja, ich muss auch sagen, das war jetzt wirklich spannend. Das ist für einen Dungeon Crawler echt eine gute Sache auf jeden Fall. Und dass man es halt echt auch noch so rumreißen kann, finde ich ziemlich toll. Ja, ja. Ich hätte schon uns fast gedacht. Also ich hatte eigentlich schon keine Hoffnung mehr. Aber ja, so ist es auch. So. Ja. Und dann heldenhaft da durchmarschiert. Sehr gut. Einfach gesagt, egal, hier durch. Gut, aber ja, wir waren schon, ja, wir mussten den festhalten. Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir keine Chance gehabt. Aber wir konnten es ja. Du bist halt der magische Zauberer. Da geht's dann Ich sag mal so, eine ziemlich fiese Overlord-Strategie für diese Szenario wäre auch, glaube ich, gewesen, ihn einfach hier hinzustellen und einfach darauf zu warten, dass wir einfach da ankämpfen und einfach uns einfach die Waffen stumpf hauen. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Naja, also wir sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zugucken. Für diesen Spezial ist bei uns hat's echt Spaß gebracht. Ich werde auf jeden Fall noch mehr spielen und das Spiel dann auch vorstellen und die ganzen bemalten Figuren natürlich auch nochmal vorstellen. Genau, nochmal danke fürs Bemalen. Das sieht wirklich fantastisch aus. Mhm. Das macht echt was aus. Sieht wirklich toll aus. Ja, sehr cool. Also, bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.